Moin Moin, die geilen Städte hier, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Secret Hitler! Ihr habt es euch gewünscht, wir sind wieder mit allen acht! Das heißt, ganz Team Pizmeet, ganz Dalukat, ganz Dadosh und ganz Mikkel ist am Schlüssel. Ja, hallo. Und ich sitze da unten in der Ecke für euch zur Info und wir gucken erstmal, wer anfängt. Letztes Mal war ich nur sieben. Nein, vielleicht habe ich gefehlt, aber ich glaube nicht. Was ist das? Oh, 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 sieben fängt an. Nein, du hast nicht gefehlt beim letzten Mal. Die sieben, nice. Den gewinnt nicht. Ja, stimmt. Ja. Das war blau. War blau. Letztes Jahr okay, mal da war ich enttäuscht. Nein, natürlich. Pass auf, jetzt kommt pink. Oh, nochmal oh, die sieben. Schon nice. Blau. Ja, okay, ja. Dann versuchen wir halt nochmal. Alter, willst du mich verarschen? Ist das nicht Sepp? Ey, Jack, hast du nicht gefehlt. Nein, der ist türkis. Jetzt, och, Peter nein. Darf anfangen. Nochmal blau, nochmal. Yeah, Peter! Okay. Ich freue mich. Peter darf anfangen. Yay. Ein guter Spieler zum Anfang, das freut mich. So, ihr könnt unten in der Videobeschreibung lesen, sofern ich dort eintrage, wer was ist. Was ich bin, seht ihr jetzt. Peter. Und jetzt könnt ihr wieder gucken. Oder weggucken, oder wie auch immer. Ist das nicht das falsche Schild? Du bist ja noch gar nicht gewählt. Doch, das Peter stimmt. Ist previously elected, kann leider nicht. Er ist Präsident. Schade. Okay, Mikkel, jetzt okay, müssen wir den letzten finden. Fang mal an. Peter sagt wieder nichts, by the way. Ja. Das stimmt, Peter redet wahrscheinlich. Oh, Peter hat wahrscheinlich wieder sein Mikro. Peter, Also, weißt du, dann hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen, wäre es auch cool gewesen. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich die letzten paar Spiele angefangen und jedes Mal war ich nach der ersten Runde confirmed fast raus. Ich weiß von dem nicht gewählt Fascho Peter oder nicht. Ja, okay. Ja, aber ich habe gewonnen, das war okay. Ja, gut, aber diesmal bin ich liberal und ich möchte gerne nicht direkt am Anfang confirmed Fascho sein. Wen soll ich denn zu meinem Kanzler machen? Also stimmen wir alle mit Nein, Nein, ja? Ja eben, oh, das wäre mir am liebsten. Du musst ja nicht. Das bestimmt alle mit Nein, das wäre dir am liebsten. Ja, tatsächlich, also weil dann komme ich nicht in die Gefahr. Warum sollte man das denn machen? Präsident. Das ist doch wieder voll der Fascho-Move. Jetzt schon wieder Quatsch. Ich glaube, nee. Also ihr seid ja auch nicht die letzten paar Male angefangen. Das waren die anstrengendsten Spiele ever. Weil du dann Pech hattest, drei rote gezogen hast und dann das ganze Spiel... Grade. Ach, ja, du gehst mir jetzt schon am Sack. Dann nehme ich. Dalu, das ist doch schon okay. Ja, komm, wir machen das, Peter. Peter, komm. Ja, nee, Bram, du bist doch als nächstes dran. Das gibt doch gar keinen Sinn. Nimm Dalu. Auch nicht, oder was? Mein Gott, der ist nie dran. Nimm mich. Nein, nimm Dadosh. Ich nehm Dadosh. Hallo, guten Tag, na? Hier haben wir die drei. Oh, ja. Beweist euch direkt mal. Das ist richtig verdächtig. Beweist euch direkt mal, Peter hat gesagt, der will nicht. Ich leg einfach irgendeine Karte, keine Ahnung, was da drunter ist. Ich will eigentlich auch echt nicht. Ja, aber... Ich will eigentlich auch echt nicht. Der Volkswillen ist wichtiger. Aber Christian mag auch nicht. Nein. Ja gut, die besten Peter Lieder hat selber gesagt, die selber nicht wollen. Und Peter hat selber Nein gewählt. Echt? Ja, das ist ja, richtig. Da hast du recht, die SPD. Also ich Peter, bin guter Lieder. Reite mich nicht in die Scheiße, die sind bitte guter jetzt Lieder, direkt, ja? Peter, da hast du recht. Na? Sechsmal rot? Oh. Oh, das ging ganz was schön schnell. Was macht ihr also, da für eine Scheiße? Sehr viele blaue oder sehr viele wir stimmen schon drin. Ab, damit wir das später wissen. Ah, okay, alles ja. Klar. Na, warte mal. Na, ich hab ja schon geschrieben, Peter, dass er Fascho ist. Peter confirmed. Plus 1 Angriff. Warte mal. Gucken, was da jetzt hinkommt. Oh, direkt, ne? Oh, okay. Krass. Oh. Gott sei oh. Dank. Gott sei Dank. Er hat mir zwei rote gegeben. Mhm. Hä? Hat er den Blau einfach aus seinem Ärmel gezaubert, oder was? Hattest du... Nein, nein, eine rote, eine blaue. Hast du eine rote weggelegt? Eine rote weggetan. Ja. Ja. Ist heute eigentlich irgendwas, das spielen wir immer zu 8? Ja, ne? Ja. Okay. Immer? Oh, nee, ich glaube, wir haben schon zu 7 ja, gespielt. Ja, meistens. Wir haben auch schon mal zu 6 gespielt. Ja, das, okay. 101 war kacke. Warum? Ja, Mike, du bist Hitler. Nein, doch. Nein, doch. Und jetzt? Oh, oh, bin ich jetzt confirmed liberal? Doch. Ich habe was Gutes getan. Du kannst ja hypothetisch gesehen auch zu viele blaue gehabt haben, dass ihr die nicht weglegen konntet. Ja, das stimmt. Ja, also da bin ich jetzt confirmed liberal. Was ist das denn für ein Ausspruch? Ja, ihr seid immer so schnell mit eurer Einschätzung, wer was ist deswegen. Nee, das ist nicht richtig, Peter. So, dann eher Fascho. Peter hat ein blau gelegt, der ist safe liberal. Ja, sehr gut, Christian. Du hast den richtigen Sieg bewiesen. Bin ich jetzt auch confirmed liberal? Ich habe noch keine rote gelegt. Nee, ich habe das nur hingestellt. Er muss schon eine blaue legen. Peter, der ist zwar als Präsident, nicht als Kanzler. Dadosh kann immer noch Präsident sein. Das heißt, wenn ich zwei blaue ziehe, bin ich confirmed also liberal. Okay, danke. Genau, Jay, so sieht das aus, weil die Wahrscheinlichkeit so gering ist, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du liberal bist. Ja, ja. Ist wirklich so, dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist. Hast du Sekundenschlaf?
Ne, ich bin am überlegen, wer ich nehmen könnte. Hier, liberal. So das ganze Game könnte sich jetzt schon entscheiden, Jay, deswegen. So, genau. Okay. Du weißt schon, also deswegen, ich teile da Peters Angst. Ja, also die Jawai, die du jetzt triffst, die ist halt elementar dafür, für dich, wie deine eigene Karriere weitergeht. Welche Grundlagen hast du denn, auf denen du entscheiden kannst jetzt? Sagen, ja, Mikkel ist jetzt damit raus. Ne? Mich kannst also, du nicht dann, nehmen, aber ich wäre wenn du, wenn du liberal bist, du dann willst du mich, dann machen wir eine Blaue. Peter nicht wenn du nehmen, wow. Mikkel ist dann raus. Dann wähl mich bitte nicht. Ist quasi so, als würdest du ja, anfangen. Das macht ja schon Sinn, Sepp zu nehmen. Ja, macht auch Sinn, Sepp zu nehmen, erstmal. Warum? Einfach ja, gegen den Preis weiterzugehen. Der hat selber Hitler dahin geschrieben. Ja, eben. What the fuck? Wow. Ja, Bram, da haben wir dich. Offensichtlicher ging's nicht. Was soll das denn? Will er denn auch? Oder muss ich wieder einstimmen? Also wenn Bram, wenn Bram liberal ist, dann will ich. Sonst will ich nicht. So, ja, dann fragen willst wir du Bram nicht. Eben. Bram ja, Moment, ist liberal. Das heißt ja, oder? Pass auf, weißt du, was wir machen, Sepp? Ja? Ja. Du sagst mir jetzt die Nummer der Blüten an dem, an dem Kreis von der Party-Membership-Karte. Die einzelnen Blätter oder? Also ja, die, jetzt geht's so eine Scheiße. Ja, sowas war. Ah, da hat der Mikkel schon Angst. Ja. Buchstabier mal Traitor rückwärts. Ja, ja. Wow, so macht das Spaß. Ja, welches Foto hast du denn auf deiner Karte? Du bist ein Mann oder eine Frau? Ha, es gibt keine Frauen. Tja, Sepp, das stimmt leider nicht. Ja, ne? Ach, verdammt, ich glaube, ich bin wohl Hitler. Das ist schon doppelt, ja? Er steht auf dem Tisch und du hast so, es ausgesprochen. Hier sind. Sepp, ist deine Karte denn rot oder grün? Karten bei mir angekommen. Oha. Ich erinnere mich nochmal kurz daran, die Leute, ne, die Karten gerade verteilen, haben Stillschweigen zu bewahren. Ist blau. Sehr schön. Nice. Dann, ja, aber ich hab Sepp geforst. Das freut mich als Liberaler. Was hast du denn noch so gezogen? Du hast zwei blaue und eine rote. Bram ist confirmed liberal. Wieso? Ja, hat doch eine blaue gelegt auch. Wie ja, stimmt. Sehr gut, Bram. Bitte, was? Moment, du hast eine blaue gelegt. Bram hat auch eine blaue gelegt. Also ich bin von mir aus wirklich liberal. Ja, aber du bist nicht so wie confirmed liberal, nur weil du eine blaue gelegt hast. Ja, das finde ich irgendwie auch weiter. Hattest du drei oder zwei? Ich hatte zwei blaue, eine rote. Und der hat zwei blaue von mir bekommen. Der hatte zwei rote, eine blaue. Also sagt jetzt gar nichts über Sepp aus. Ja, ich möchte mal ganz kurz sagen, wie wahrscheinlich ist das, dass ich auch zwei blaue gezogen habe, genauso wie Bram. Willst du nur kurz in der Sache sagen, der roten letztes Mal auch. Wie wahrscheinlich ist es, dass man dreimal hintereinander eine blaue 7 würfelt? Peter, das heißt, wir haben schon vier blaue weg. Ich hätte jetzt nee, dadurch halt nochmal gewählt. Nee, die Wahrscheinlichkeit ist doch super gering. Deswegen ist das doch voll unlogisch, jetzt daraus zu schließen. Dann haben wir schon vier blaue. Ja, können wir tun. Die geringe Wahrscheinlichkeit also, ist ja immer noch vorhanden. Aber wie viele blaue sind denn jetzt im Endeffekt weggelegt? Pass auf, Bram. Wenn du ihn geforst hast und eine rote hattest, dann ich würde jetzt dadurch nochmal wählen. Vielleicht kriegen wir eine blaue. Wenn wir eine rote haben, könnt ihr mich rauslassen. Moment, aber dann wieso drei, Peter? So, ich denke, wir können das beenden. Ja, du hattest doch zwei und eine wurde weggelegt. Nee, ich hatte keine zwei, hä? Also die Chance, dass ich drei rote kriege, ist halt da, aber wenn es halt klappt, ist wunderbar und wenn nicht, dann lass mich halt raus. Warum willst du denn nochmal Dadosh nehmen? Warum willst du denn Dadosh nehmen? Nein, dann gib Dadosh halt, weil Dadosh eine blaue gelegt hat, die ja von Peter. Ja, aber der ist doch nur der ist ja nur in Anführungsstrichen. Ja, aber ich hätte Peter doch genauso in die Scheiße reiten können. Nicht der Peter. Hätte ich übrigens auch gemacht. Das ist eine Theorie, die wir in 20.000 Spielen nicht mehr hatten. Ich hätte dich direkt wieder abgestempelt. Die anderen kommen doch nicht da, wo es dazu klug ist. Wenn Dadosh aber jetzt eine rote liegt, dann ist es nicht seine Schuld. So gehe ich von aus. Oder warte mal, Moment. Wieso bist du jetzt? Wieso bist du so? Will auf jeden Fall schon mal eine rote legen. Wieso bist du so vermeintlich nett? Die Chance ist doch jetzt riesig. Aber warum nimmst du nicht wen anders? Weil ja, es macht doch mehr Sinn, mir das zu geben. Weil Dadosh doch schon mal weggehauen hat. Ist die Frage. Ja, das ist doch kein wirklicher Grund, oder? Über Dadosh, also du könntest doch genauso gut auch über Peter gehen. Aber mich kann er doch prinzipiell schon fast kaum hören. Mich zu nehmen wäre viel logischer, wenn du eine blaue legen willst. Finde ich auch. Oder halt, du nimmst jemand neuen. Weil Dadosh hatte ja, also der musste er hatte doch die Wahl. Ja, genau, ich hatte die Wahl. Peter hat doch die Grundwahl. Peter kann doch die Dadosh, was ist das für eine Wahl? Dadosh, jetzt mal ganz ehrlich, wann hat das letzte Mal jemand, wenn er blau und rot gekriegt hat, dann rot gelegt, wenn er nicht wusste, was der Präse ist? Das passiert einfach. Ja, okay. Also ich hätte das erstmal gemacht, aber das ist nicht relevant. Du hattest bei dir ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zwei blaue gezogen hast, eine weggelegt hast und rot und blau gelegt hast. So. Die Möglichkeit besteht. Das heißt, du kannst ja auf jeden Fall noch, ne, also dann gezwungen worden sein, ein Rot und ein Blaue zu legen. Bei mir
war es 50-50. Ich hätte eine Rote legen können und dich reinreiten können. Und das hätte ich primär wahrscheinlich sogar gemacht, weil die letzten Runden du immer Fascho warst. Und jetzt habe ich halt eine Blaue gelegt. Wenn er mich jetzt nochmal überprüft, dann kann er das doch. Also, wenn ich jetzt noch eine Blaue lege, dann ist es doch durch. Nee. Nee, also erstmal ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bram und ich jeweils zwei Blaue gezogen haben, so gering, dass man die schon fast ausschließen kann. Und zweitens ist das für mich total nicht sinnvoll. Das spricht gegen dich, Peter. Wieso? Ja, weil das nicht gegen mich spricht. Ja, okay, also, das verstehe ich nicht. Ja, okay, du hattest ja keine Wahl, du hast ja selber gesagt, dass du keine Wahl hattest. Dann lassen wir, ich hatte zwei Blaue und eine Rote. Ja? Ich habe selbst keine Wahl gelassen. Wieso willst du Peter nicht spielen, Dalu? Wir wissen doch überhaupt nichts eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, ist doch alles möglich. Nee, Mikkel, das ist so. Weil für mich Peter am wahrscheinlichsten noch was hätte machen können. Wenn Bram zwei Blaue geforst hat, hätte er drei Blaue ziehen müssen, um Fascho zu sein. Das ist super unwahrscheinlich. Dadurch hatte die Wahl. Er hätte zwei Rote und eine Blaue haben können oder zwei Blaue und eine Rote und es ging nicht anders. Also Peter ist von allen, die dran waren, vielleicht ja auch gut ist liberal, das, aber am wahrscheinlichsten Fascho. Das hat nicht auch völlig... Also, Du bist wahrscheinlicher Fascho als ich, weil ich Sepp geforst habe mit zwei Blauen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich drei Blaue hatte, ist halt geringer, als dass du zwei Blaue hattest, eine weggelegt hast und dadurch auch Fascho. Aber warum bin ich wahrscheinlicher Fascho als dadurch oder Sepp? Sepp kann ich nicht wählen. Ja, und dadurch ist die andere Wahl. Und er hätte doch auch rot legen können. Er hätte doch auch einfach in die Scheiße reiten können. Sollte er das direkt zu Beginn machen? Ja, bei denen macht doch keiner. Das macht überhaupt keinen Sinn. Du kannst doch Peter überprüfen nicht, jetzt. Aber ich finde das auf jeden Fall schon mal gut, dass wir Peter wieder als Fascho abgestempelt haben. Nein, das war nicht die Aussage. Ich habe Peter nicht als Fascho abgestempelt. Wir können doch dadurch jetzt nehmen und danach Peter oder so. Nee, also da kann man auch jetzt Peter nehmen, das ist doch dann egal. Sepp beharrt hart auf Peter. Trust dich da ich finde das einfach nur komisch, dass du direkt dadurch nehmen möchtest, weil... weil er auch die Arschwasser und Peter vielleicht was? Nicht... Wer ist denn Alold? Aber du könntest Bram. Peter halt überprüfen mit deinem... Ich kann auch dadurch überprüfen. Das ist Zunge. Nee, aber dadurch hatte er selber ja noch keinen aktiven Part. Zwei Augen. Natürlich. Doch, er hatte den einzig aktiven Part. Nein, Peter konnte doch aussortieren. Peter konnte dadurch doch auch. Unauffällig. Nee, Peter weiß doch, was er dadurch gegeben hat. Da kannst du doch nie unauffällig aussortieren. Ja, aber du kannst doch trotzdem nicht sagen, dass das kein aktiver Part ist, wo man nichts tun kann. Nee, aber bei Peter hat drei Karten, keiner kann nachvollziehen, was Peter gezogen hat und er kann uns einfach... Ja, das lassen wir mal. Bei Dadosch geht das halt nicht, weil Peter genau weiß, was er ihm gegeben hat. Genau, das heißt, von Dadosch wissen wir mehr als von Peter. Also die letzten Male habe ich mich immer relativ neutral verhalten als Liberaler und das hat nicht so gut funktioniert. Okay. Und deswegen, also ich plädiere darauf, eher mich wirklich lässt zu nehmen, dich direkt weil ich einfach weiß, dass ich der Gute bin. Die letzten Male ist das immer schief gegangen. Der aktuellen Argumentation nach ist da. Ich verstehe nicht, warum wir so lange diskutieren müssen, bei zwei Blauen, die gelegt wurden. Das verstehe ich wirklich nicht. Nee, nicht Mikkel, den haben. Der, wir sind ich doch gleich mach das, was ich mich. Dachte. Und wenn ihr Nein wählen wollt, wählt ihr Nein. Das ist, okay. Ja, ist ja eine Abstimmung. Ja, so. Aber für mich macht das ja, also mehr macht Sinn das, als Peter. Für mich macht das nicht so viel Sinn. Das verstehe ich nicht. Das ist jetzt nichts, was wir irgendwie ausklamüsern müssen aktuell. Nee, irgendwie nicht. Dass Dalu halt so beharrt auf Dadosch. Weil Dadosch doch eine höhere Chance hat. Nee, mir wäre Mikkel ja auch recht. Also, ja, Mikkel wäre mir auch recht. Du hast ja auch kein Argument zu sagen. Mir ist egal, wie du nimmst, aber nimm Mikkel. Aber halt, man kann das schon hinterfragen, wenn Dalu auf einmal jemanden schon zweimal dran lassen möchte. Aber halten wir fest, aber dich zweimal dran lassen wäre okay. Peter, du musst noch wählen. Nee, wäre auch komisch. Peter, warum? Peter boykottiert jetzt die Wahl. Also Dalu, wenn du die ganze Zeit auf Peter eingeredet hättest, ihn nehmen wollen zu wollen, dann hätte ich genauso argumentiert, du könntest auch Dadosch nehmen. Ach so, genau, dann hättest du das auch. Ja, weil du halt so festgefahren in deiner Meinung weil bist, das doch obwohl Sinn noch nichts, macht. Ja, am Anfang sehe ich das jetzt noch nicht so. Also dafür ist da schon nicht man da schon ein paar kalte Füße. Ey, weil ich sage, du kannst andere und jetzt kommt sofort eine rote und dann bist du raus. Ja, das, ist ja, das kann halt passieren. Natürlich kann das passieren, ja, aber das kann halt passieren. Wahrscheinlichkeit ist 100%. Ja, oh, jetzt habe ich leider zwei rote gekriegt. Dalu, was hast du weggelegt? Ich musste leider auch eine rote weglegen. Oh shit, here we go again. Ja, Dalu, Mensch. Ja, oh, surprise, Motherfucker. War aber auch nicht mathematisch gesehen hätte es passieren können, also Wahrscheinlichkeit ist hoch. Und wie? Und das wäre bei Peter auch passiert, weil es nicht anders ging. Ja, das wäre bei mir glaube ich dir auch jetzt passiert. Einfach mal. Wer weiß. Nicht.
Ist ja okay. Ich hatte, Jade, aber wie ich sie gesagt habe, Bram, Peter, lass mich einfach raus. Ja, ich bin, bei dir bin ich ja noch safe. Also für, du für mich. Du für mich. So, wie gesagt, lass mich einfach raus. Ich vote einfach weiter. Ich habe einfach nicht verstanden, warum man für die dritte Karte so ewig diskutiert ja, hat. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Wollte ja auch nur einer diskutieren. Okay, also ich habe jetzt, wer war jetzt, also wie hättet ihr bei jedem bekommen? Nee, das glaube ich. Wer war jetzt liberal, also Bram war confirmed liberal wegen den zwei Blonden, das heißt, dann könnte ich den als Kanzler nehmen. Ne? Das du Einzige, was ihn böse macht, über ist, dass er drei Blaue hatte. Nimm Peter. Und das glaube ich nicht. Nimm Peter, Peter über den nehmen, haben wir also doch gerade, halt wir haben gerade über diskutiert, aber da schon Peter, und jetzt können wir doch Peter nehmen. Ja, genau. Dann haben wir beide ausgewählt. Ja, doch. Ja, Mikkel, du bist ja gleich dran. Moment, bevor du legst. Okay, ja, ich warte. Eine Sekunde. Eine Sache möchte ich nur kurz anreden. Das ist sehr interessant manchmal, wenn du nur an die Anzahl der Gesprächspartner hast. Es gibt halt genau in der Konstellation zwei, die für einen reden. Ja, das heißt nicht, dass du Peter jetzt nicht wählen kannst. Ich möchte nur für das zukünftige Spiel noch im Hinterkopf behalten. Wer ist denn für Peter? Christian also Dardosch für Peter. Ja, okay, aber ich habe auch gerade gegen Peter geredet. Ja, genau, Dardosch war gerade noch gegen Peter. Also ich war gerade wer ist für dich, Bram? Wieder so eine unnötige Diskussion geführt, ob wir jetzt Dardosch oder Peter nehmen. Und dann wurde da ewig wieder drumherum diskutiert. Ja, aber das ist ja das Spiel. Diskutieren ist ja der Inhalt des Spiels. Ja, aber das ist mir auch klar, Peter. Trotzdem kann man doch dann einfach hingehen. Das habe ich eben schon gesagt, wir wählen erst Dardosch oder erst Peter und dann den anderen. Genau. Ja, Bram, aber das war jetzt noch wieder eine super interessante Information, dass Bram der Meinung ist, dass zwei Leute für mich argumentieren das und dass seiner Meinung nach relevant ist. Nee, das stimmt gesagt, nicht, Bram. Ich hab nie gesagt, da musst du für zukünftige Spiele im Hinterkopf halten. Ja, aber ich hab bei der Dalu-Abstimmung so mit Dardosch habe ich schon gesagt, er soll statt Dardosch lieber Peter nehmen. Also ich bin für Peter auch. Für mich sind ich Peter und auch Bram ja, gut, aber fein. Ich erzähl dir ja nicht, dass drei Leute für Peter reden. Soll ich sagen, du, ne, Jay, da reden noch zwei Leute für Peter. Ja, aber du hast ja allgemein mit dem Tisch geredet. Ja, und Sepp auch. Nee, ich hab gesagt, du sollst im Hinterkopf behalten. Ich hab schon Jay angeredet. Okay. Du sollst für zukünftige Spiele im Hinterkopf behalten. Dass Christian und Dardosch auf meiner Seite sind, ja? Hab ich und das Sepp richtig verstanden? Und Sepp. Und Sepp. Dann haben wir, brauchen wir noch einen, dann haben wir die Liberalen. Nee, ich hab doch gesagt, du kannst Peter jetzt wählen, ist easy. Nur das im Hinterkopf behalten. Easy going. Warum möchtest du denn nicht gewählt werden? Weil du der Nächste warst, laut der Gründe nach Dardosch. Ja, wer ist denn jetzt hier der Liberalere von euch? Bram ist der Liberalere, ja, außer er hat drei Blaue gezogen. Ich bin 100% liberal, aber... Also, was wir, aber das Einzige, was wir sicher sagen können, ist, dass von Bram, Peter, Dardosch und Sepp Blau nicht bislang alle Fascho sein können. Ich glaube, das krass ist. Wir aber könnten sogar alle liberal sein, hypothetisch. Aber unwahrscheinlich. Ja, hypothetisch aber ist es, aber es ist wahrscheinlich nicht. Bram, also hat es zwei ist schon blaue wahrscheinlich machbar, dass da einer rot ist von euch. Das ist der Obershit, das ist der Move. Mir gefällt das überhaupt nicht, dass Dalu die ganze Zeit für mich redet. Nee, Dalu, nachdem der die rote gelegt hat, wählst du halt so. Dalu, ne? Hier. Unser Plan war, Peter danach zu wählen, denn sollten wir es auch tun. Wenn jemand dagegen ist, dann wählt er halt nein. Ja, eben, wir haben doch einfach Peter, ja, Peter oder Bram, mir ist das total egal. Noch kann Hitler ja eh nicht gewählt werden. Ja, komm. Noch wieder gar kann er schon. Das ist das, was ich vorher gedacht hatte. Bisschen leid für Mikkel, ehrlich gesagt, weil der jetzt echt lange aus dem Spiel raus ist. Ach, das ist ja, aber du hast eine blaue Karte gelegt, ja, Peter. Peter, der weiße Ritter, kommt dann am Ende und rettet die Tafelrunde. Okay. Sepp war dagegen. Warum warst du dagegen? Ich habe einfach eine Karte dahin gelegt. Oh, einfach das so. Wow. Das woher ist aber auch der eine Peter Moment, ich muss hier von ziehen, ne? Ja. Ich hab eigentlich gedacht, dass der die Jagdkarte ist. Hier ist von dem roten Jay. Nein, ich zieh nicht. Ich glaube, die letzte Runde, wenn ich angefangen habe, random Sachen zu machen. Ja, finde ich auch nicht cool von Sepp, deswegen ist der für mich raus. Jay, wenn du mir jetzt zwei rote gibst, ne, dann bin ich schon wieder aus diesem Scheißspiel raus und dann hasse ich dich. Gib Peter einfach eine grüne. Gib ihm einfach allein deswegen wird eigentlich schon lustig. Ja, wenn du eine blaue hast, gib ihm einfach. Peter, gewinnst du immer, wenn du raus bist aus dem Game eigentlich? Und dann sagt du, hattest die Wahrheit. Was sagst du, Dardosch? Ich sag, gewinnst du nicht immer die Spiele, wenn du raus bist? Nee, also irgendwie nur Fall beim letzten, da hatte ich. Okay. Da habe ich auch alles gegeben. Da war Peter raus? Ja, also er war von Anfang an quasi schon ausgeschlossen. Ah. Ja, nice. Oh, jetzt weiß ich, glaube ich, wer es ist. Ja. Bin Fascho. Peter. Hab eine Bram, blaue, bist jetzt doch happy, dass ich lieber dich gewählt hätte? Ich habe eine blaue weggelegt, um Peter zwei rote zu geben. Na, finde ich, war okay, haben wir ja gesagt. Das könnte jetzt so ein Jading sein, was er jetzt witzig. Ich glaube ihm das sogar. Ich glaube dir das auch. Gut, ja. Ich habe drei rote gezogen, Alter.
Du bist raus. Jeder Lüge ich ist bin raus. Wahrheit, ja? Okay, ich bin raus. Aber confirm, wen soll ich checken, damit ich wen anders noch anlügen kann? Dich selber. Ich darf dich selber checken, Kev. Oh, ich bin liberal. Ihr nehmt mich, Jay. Boah. Ey, Moment, das verstehe ich jetzt komplett. Warte mal, das ist jetzt aber blöd, dass du jemanden checken musst, ne? Ja, das ist jetzt überraschend. Ey. Nimm einfach, wen du willst, weil es wird dir eh keiner glauben, was du sagst, so, ne? Nee. Ich glaube, der Michel hat kalte Füße. Da hat er schon als erstes auf jemand anderen gezeigt. Ach, Daluk hat meinen. Ich hatte als erstes auf jemand anderen gezeigt. Hä? Ich habe meine Maus nicht mal bewegt. Ja. Mit Worten. Hallo. Das wird auf dem Bildschirm gezeigt. Das Peck, Peter. Moment, ich muss kurz noch mein Bild vervollständigen. Also ich tendiere gerade zwischen. Ich könnte Dalu checken. Hallo? Weil der die erste rote gelegt hat. Ich könnte aber auch einfach. Hallo, hört man mich? Ja. Okay, was ist das so denn? Ich kam einfach komplette Ruhe. Ja. Wann ist jetzt mein TS abgegangen? Ja, Feder und Bram würde ich aber auch im Zweifel checken. Ja, das wären wahrscheinlich ja, dann auch lieber da. Warte mal, viele Möglichkeiten. Also, gehen checken oder Peter und Bram? Pass auf, du checkst. Dalu oder Peter und Bram? Eine von den beiden. Ja, Dalu ist ja jeder. Also, wenn du Dalu checkst, dann wissen wir immerhin, ob ihr im gleichen Team seid oder nicht. Ja, das ist also, bei Bram und mir aber genauso. Das ist bei allen anderen nicht der Fall. Nee, aber stopp. Kann auch Peter und Bram sein. Haben jeweils schon eine blaue gelegt und Dalu hat eine rote gelegt. Also ja. Jay und Dalu haben eine rote gelegt. Ja. Da beide behaupten, sie sind liberal, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass einer von ihnen Fascho behauptest ist. Behauptest du das nicht? Und bewusst eine blaue weggelegt hat. Behauptest du nicht, dass du liberal bist? Ja, ist halt doch, so aber er hat noch keine rote gelegt. Aber ich konnte doch nichts hinlegen, Jay. Also, ich hab du hast doch eine blaue hingelegt. Ja, aber das ist doch egal. Nächstes Mal werde ich probieren, okay. Wenn ich behaupte, Gott. Dass ich Fascho bin, wie es ausgeht. Hör doch einfach. Ich Dalu hör hat eine rote hingelegt und nein, du hast Dalu rote hingelegt. Jetzt machen wir das nicht so. Du hast sie aufs Brett gelegt. Du hast sogar zwei hingelegt, sind wir mal ganz richtig das hier. Das kannst nur du wissen. Ja? Das Einzige, okay. Wo du ran checken kannst, ob ich mit Dalu, Brammen oder Peter im Team ist, wäre, wenn ich einen der dreien als Fascho konfirmen würde. Weil ja, dann würde ich sagen, bist. Sind ich auf gar wenn ja, du okay, wenn ich liberal finden, bin, ja, dann würde ich doch sagen, Dalu, dann ist doch Dalu die Wahrscheinlichkeit relativ das hoch, dass der eine blaue weggelegt hat, weil du hast ja drei rote bekommen und Dalu hätte wahrscheinlich mindestens eine blaue haben müssen und hat dann ja eine blaue weggelegt. Ne? Ist dann Fascho. Wenn du liberal bist, müsstest du ja safe da einen Fascho finden. Aber was machen wir, wenn er Fascho ist, eine blaue weggelegt hat? Ja, dann und wissen jetzt wir, dass ihr beide nicht im gleichen Team seid. Ja, aber dann könnte ich doch, ich könnte doch, aber wenn ich jetzt Fascho wäre, könnte ich doch Dalu genauso gut auch als Liberalen konfirmen. Dann würden wir ja auch in einem Team, oder was? Das ist eine sehr, sehr wichtige Info. Oder aber dann sind wir doch im also gleichen Team. Also das hat überhaupt keinen Unterschied. Es ist doch alles möglich. Aber dann es kann ja sein, dass beide Fascho sind. Ja, ne? Ja, okay, es kann aber auch sein, dass Jay Fascho ist und Dalu liberal. Ja, aber von den beiden wissen wir am ehesten was. Von Bram und Peter, die haben beide was Blaues gelegt. Die können halt sowohl Fascho als auch liberal sein. Bei Dalu. Aber bei uns nicht? Wir müssen. Nee, weil ihr beide eine rote gelegt habt. Irgendeiner also von euch muss eine blaue weggelegt ich haben. Ich finde, das macht viel das mehr ist Sinn, am logischsten, beispielsweise Bram oder Peter zu checken. Bram hat blaue ehrlich gesagt eher bei Sepp. Ja, Sepp hat recht. Hier denn gehört Sepp hat zu, recht. Das einzige Negative, was passiert ist auf dem Feld, ist, also das erste ist bei Dalu passiert. Das bedeutet, prinzipiell müsste er Dalu überprüfen, weil die anderen halt unsicherer. Ja, und er selber ja auch was Rotes gelegt hat. Ja, genau. Also prinzipiell ist es schon am sinnvollsten, ihn zu überprüfen, wenn man vom Logischen hergeht. Aber kannst natürlich. Weil ihr seid beide die von sich behaupten, drei Rote gezogen zu haben. Ihr wisst aber, dass dann, egal was jetzt passiert, es auf jeden Fall irgendeine Negativität aber ist. Aber das wird so oder so. Nee, jetzt ja, wir wollen doch was wissen. Ja, aber dadurch Moment, wisst ihr Peter, nichts. Sepp dadurch schließt ihr uns gezogen. Beide aus. Was ist, wenn er sagt, du bist liberal? Schließt ihr dann nicht irgendwas daraus? Sind wir nicht beide Fascho? Ja, aber das... Ihr das, könnt aber doch nicht gewinnen. Natürlich, ja, aber das ist doch bei Peter und Bram auch. Verlauf. Ja, wahrscheinlich sind... Also wenn ich jetzt... Genau, wenn ich jetzt Dalu konfirmen würde, na, er ist liberal. So, dann würden wir in einem Team abgestempelt werden als zwei Faschos. Nee, nicht unbedingt. Ihr könnt ja auch nicht zwei Liberale sein. Das aber das geht auch nicht, weil gespannt. Dann wären ja die beiden auch liberal. Dann warum? Haben wir ja alle. Warum ja, weil ihr denen ja schon vertraut. Nee, warum wer sagt denn das? Das hat doch keiner gesagt. Es ist nur ich glaube, Dalu möchte nicht gecheckt werden. Doch, möchte ich.
Ich vertraue Peter noch nicht, nur weil er eine blaue da hingelegt hat. Ja, das sehe ich jetzt auch nicht, dass das jetzt plötzlich also, jemanden confirmt. Nee. Also bis dato ist noch nicht safe. Und die, am sinnvollsten ist es halt, Dado zu überprüfen einfach. Selbst wenn da jetzt was bei rumkommt, was irgendwie nicht zufriedenstellend ist. Ich bin ready, Jay. Ja? Also ich mach das gerne, was der Tisch möchte. Was würdest du meine, macht eh keinen Unterschied. Ich habe eine rote. Ich habe für die rote gesorgt. Man wird mir eh nicht glauben. Also, aber verstehst du unsere Logik, Jonathan? Natürlich verstehe ich die Logik. Also würdest du auch sagen, dass das Sinnvollste ist? Das kann man auf jeden Fall so nachvollziehen. Aber für mich ist das auch ehrlich gesagt kein Unterschied, ob ich dich oder Bram checke. Ja, doch. Dann check Warum doch ist das Mikkel. Für dich kein Unterschied? Ja, ey. Für Mikkel. Weil ich... Das ist eine gute Folge. Das macht keinen Unterschied hier. Für mich, weil egal, was ich sage, also... Ja, aber das egal, wen ich jetzt aufdecke, ja? Ich sage Fascho oder Liberal... Und man wird mir wahrscheinlich nicht glauben. Nein, aber du hast doch auch ein persönliches Interesse, etwas zu erfahren über den Leuten. Ja, deswegen oder weißt du etwas schon, wer Fascho ist? Ja, deswegen würde ich lieber halt jemanden checken, den ich dann mit mir auf die Seite nehmen kann. Aber warum willst du nicht die Person checken, die von sich behauptet, drei rote gezogen zu haben? Genau. Kann ich auch machen. Aber also das, warum? Ich verstehe gerade nicht, warum das nicht für dich persönlich das Relevanteste ist. Ja, weil er von Dalu schon weiß, wer er ist. Ja, das Gefühl bekommt man so langsam. Das ist echt ein bisschen interessant. Warum? Ja, weil du die ganze Zeit Dalu nicht checken willst, obwohl wir dir alle Dalu erklären, checken. Dass das für uns ja, alle logisch wäre. Ja, aber der Drive kommt nicht von dir, sondern du sagst immer, ich mach, was ihr wollt. So nach dem Motto, als wäre das für dich nicht das Relevante. Ja, ich will ja auch das machen, was der Tisch da sagt. Also von mir aus kannst du auch einen der Leute checken, die eine blaue gelegt haben, weil wir wissen ja alle, wie Hitler spielt, wa? Ja, aber Dalu macht halt am meisten Sinn, aus den erklärten Gründen. Ja, okay. Dalu, offensichtliche gib mir your party membership, Karl. Vor dir, check ich dich. Also vor Karl. Mir. Ja, man hört dich nicht. Ja, ich weiß, weil ich noch nichts gesagt habe. Liberal. Ah, das hat aber sehr lange gedauert. Was ist da passiert? Dann musstest du... Ich musste gerade mich entmuten, kurz mit Dalu reden. Muten, mit Dalu reden. Hast du meine WhatsApp die ganze dann, Zeit, ihr Ja, stimmt, WhatsApp habe ich natürlich auch parallel noch gemacht. Hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Okay, ja, das macht war gerade FaceTime verboten. Hier und. Ja. Gut, okay, lieber alles klar. Habe ich so nicht im Regelwerk. Dalu und ich sind in einem Team. Confirmed. Ja, wenn ihr in einem guten Team seid, ist alles gut. Du musst doch gar nicht. Du kannst doch der Fascho sein und Dalu. Ja, aber dann sitzt ihr immer noch in einem Team. Ich habe doch gerade gesagt, ich will. Okay. Nein. Ich habe gar nichts gesagt. Ich bin immer noch der Meinung, wenn ihr Bram jetzt nochmal wählt und er legt eine blaue Spiel um Bram rum. Jay? Was sagst du dazu, dass Jay dir sagt, du bist liberal? Genauso wie ihr es sagtet, was Jay sagt, also dass Jay, genau was Jay sagt, dachte, Jay sagte, es spielt keine Rolle, was er sagt. Ich glaube auch nicht mal, dass er mich als liberal confirmed hat, gibt euch auch nur ansatzweise die Info. Nee, es gibt doch nur immer demjenigen die Info, der gucken darf. Sonst sagst du immer sowas wie, oh, Jay hat das aber komisch gesagt, liberal, das kam sehr spät, Komm, Jay. Spielen wir weiter, oder? Natürlich würde ich sagen, etwas Komisches gesagt, wenn ich selber meine Karte nicht kennen würde, oder eure. Du musst immer bedenken, ich nehme Sebastian, ich bin immer langsamer, auch bei den drei Karten, weil ich das aufdecke für die Zuschauer, die auch mobile das ist auch okay. haben. Ne? Das ist ja okay. Ich analysiere jetzt eher Dalu seine Spielweise, weil sonst mobile. Sagt er immer relativ ist halt schnell so, manche kommen halt auf dem Handy. Meine Spielweise muss sich nicht ändern. So, ich habe gesagt, spielt einfach im rum. Ich wähle einfach das Richtige. Ihr müsst mich nicht wählen. Es ist Dalu egal. Hat auch gesagt, er ist raus, wenn er rote legt. Ich habe also sogar gesagt, gebt dadurch keine Schuld, ja. wenn er eine rote legt, weil er keine Wahl hatte. So ich ist es easy. So. Ja, alles easy. Ja. So, also ich würde sagen, genommen, ne? Bram hat blaue gelegt. Entweder nimmst du Bram oder du nimmst Dalu, weil gedacht. Der liberal ist. Ich bin immer noch für Bram. Und da habe ich nichts gegen. Irgendwie nichts gegen. Ich habe auch nichts. Weißt du, in anderen Spielen bemühe ich mich so sehr, als Liberaler zu spielen, ja? Und heute bin ich liberal und mach nur Scheiße, sing YMCM und so weiter und hab dann volle Trust. Was ist hier falsch eigentlich? Du hast eine blaue gelegt. Abgegeben. Das ist es. Du hast nicht sogar noch blaue gesagt, gelegt, sondern blaue Force. Das macht den Unterschied. Vielleicht hat er Geil. Wirklich drei blaue. Weiß nicht, als Fascho hättest du. Aber das ist die Chance am geringsten. Aber als Fascho hättest du, glaube ich, gar nicht gesagt, dass du zwei blaue abgelegt hättest. Hast. Alle dafür. Ah, meinst du, meine verschwinden zu lassen? Ja, richtig. Deswegen ist das für mich eigentlich. Ja, ich für mich gestimmt habe, da du es jetzt nicht so, ne, so komisch. Ich hätte haben alle dafür. So alle, ne? Alle ja. Kluge Frage. Ja, das ist das erste gemischt? Mal, dass alle dafür sind, ne? Oder? Boys, hey, Regelmeister, wann wird gemischt? Der muss erst noch die letzte. Ich habe noch nichts geguckt. Ich habe alle gezogen, aber ich habe noch nichts geguckt. Ah, du hast schon alle gezogen.
Ich habe alle gezogen, noch nichts geguckt. Dann dürfte jetzt machen. Gemischt werden. Oder okay, erst, wenn Bram seine darauf abgelegt hat. Das weiß ich halt nicht. Deswegen ich meine wieder, das wäre, wenn abgelegt wurde. Das war ja, so okay, komisch. Dann gucke ich jetzt. Aber ist okay, wir spielen das Spiel auch zum ersten Mal. Da kann man nochmal mit den Regeln... Kann man die Regeln nochmal vergessen. Ja, das ist halt super wichtig, ne? Nachher spielen wir wieder falsch und das dann ist halt... Ja, ja, das stimmt. Ja, aber liegt erstmal daneben. Wie immer durch. Oder auf dem Tisch. Previously bla 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 bla. Gemischt wird immer dann, wenn nach dem Aufdecken eines Gesetzes weniger als 3 Karten übrig sind. Das heißt, die 2 abgelegten Karten werden mit reingemischt. Alles klar. Das heißt... Noch nicht mischen. Danach, sobald die Karte da abgelegt ist von Bram, wird gemischt. Sobald Bram eine rote abgelegt hat, jetzt wird blau aufgedeckt. Yeah. Hat. Nice. Ah. Ja, nice. Manchmal den Job des Mischlers. Ja. Ich hatte rot, bekommen? Rot, blau. Okay. Alter, und Bram Mischler, hatte dementsprechend. Hast du heiß war. Die hat so ein kleines Bärtchen, aber nicht über der Lippe, sondern irgendwo anders, über der anderen Lippe. Ich habe noch eine kurze Frage, Jay. Lagen nicht auf dem Ablagestapel jetzt Karten? Nee, da gibt ja keinen Sinn. Da werden ja alle ins neue Stadion gehen. Nach dem Gesetz. Und das ist das Gesetz. Ja, das Gesetz ist die Moral, Junge. I'm the law. Gefällt dir das, so. Sebastian? Also für euch zur Info, ich habe eine rote weggelegt und habe eine blaue gelegt. Hast du sehr gut gemacht, Bram. Ich freue mich. Wusste es, Bram. Ich wusste es. Christian, hast du eine rote? Von Anfang an war ich bei dir. Ja. Okay. Also wir spielen jetzt um Bram herum, ja? Ja. Das ist der Plan. Wobei Chris. Wow, MC! Er ist der Einzige, dem wir vertrauen können. Die Lieder auf den Lippen. Nur blaue Karten, überall. So. Deutsch. Nee, ist okay. Alter, du bist. Warte mal, vielleicht kann ich das nicht. Bewege dich gleich. Fasst man sich bei YMCA auch an den Kopf? Nee, ne? Du machst immer nur die Buchstaben, ne? Ja. Das war El Macarena, glaube ich, was du sagst. Du bist jetzt richtig gefickt. Ich würde eigentlich gern Bram nehmen. Nee, du nicht. Du nicht, ey, ganz ehrlich, ich habe für 2 blaue gesorgt. Jetzt lass mich mal raus, ja. Ich werde hier gleich der Gefickte sonst. Boah, nee, ich will jetzt aber nicht der Gefickte werden. Oh, nee. Ich wurde schon mit Shay gefickt. Ich weiß ja nicht, wie das jetzt läuft. Jetzt werden dann nämlich die Roten kommen. Wir könnten auch überspringen, bis Peter da ist. Ich hab keine Ahnung, wie das Song geht, Junge. Oder? Bitte? Was machst du da, Mikkel? Wir könnten auch die Präsidentschaft überspringen, bis Peter dran ist, oder? Nee, Peter ist aber auch keine Blaue. Nein, dann kommt einmal Random. Der hat eine Blaue gelegt als Präsident. Der ist der Random. Warum? Nee. Das ist Mikkel, ein nein, nach vorne, Sepp, nein, Dadosch. Dadosch. Und dann ist erstmal Mikkel. Erstmal Mikkel. Ah, er stimmt. Ja, ja. Ja, schon ein Faschomove. Ah, ist niemand richtig vertrauenswürdig gerade von denen, die zur Wahl stehen. Wie viele Faschos haben wir bei 8 Leuten überhaupt? 3. 3. Achso, oh. Mist. 5. Ja. Dadurch war das andere Team. Das war der Grund, warum ich dachte, wir spielen immer nur mit 7, weil mir das irgendwie sehr asymmetrisch vorkommt. Moment, 3. Mikkel, du weißt, was ich sagen würde. Also wenn Hitler auch ein Fascho ist, dann haben wir 3. Ach so, ich kann dir sagen, wer liberal ist. Aber das glaubt mir eh keiner. Nimm doch Peter. Nimm doch Jay. Was hat Sepp gerade gesagt? Auf wen soll ich vertrauen? Vertrau auf dein Herz. Dann nicht. Sorry. Ah, okay, Gott. Genau, vertrau mir. Nimm mich zum Kanzler. Ich war noch gar nicht Kanzler. Ich fühle mich ungerecht behandelt. Ich möchte nicht von Mikkel gewählt werden. Die letzte Runde. Okay, wählt da. Alles gebrochen. Wie wenn Peter sagte, der beste Kanzler ist der, der nicht gewählt werden wollte. So sollten wir auch zukünftig unseren Bundeskanzler bestimmen. Warte, bevor du ablegst. Warte. Ah! Nein. Oh, doch. Die previously elected Schilder gelten immer bei der Kanzlerwahl, auch wenn der Präsident außerplanmäßig ist. Das bedeutet, wenn du jetzt beispielsweise Peter nehmen würdest, ne, kannst du gleich, falls eine rote kommen sollte, du nicht nochmal Peter als Präsident nehmen. Würde ich auch nicht. Okay. Moment, aber da habe ich mal ganz kurz eine Frage, Jay, ja? Den doch nicht. Das heißt, du gehst jetzt davon aus, dass ein Liberaler eine rote legt und danach einen liberalen Move zu machen. Ich viel wahrscheinlicher, dass wahrscheinlich nein, aber es kann ja passieren, dass Bram, du musst überlegen, da liegen 12 Karten, wa? Ja, genau. Das war einfach alles, was ich nur sagen wollte, damit man im Hinterkopf vielleicht behält, dass Mikkel im Hinterkopf behält. Okay, vielleicht nehme ich jetzt irgendwen anders, der halt eher Fascho ist oder sowas in deinen Augen, damit der quasi geforst wird, eine blaue zu legen. Oder nicht? Also eigentlich kann ich es nur verkacken gerade, ne? Also eigentlich Secret schon, Hitler kannst immer nur verkacken. Ja. Aber Mikkel, was dein Herz dir sagt. Ey, Macarena, hast du nicht, Mikkel? Wieso bleibst du bei Dalu? Tu es, gib's Dalu.
Hasse dich. Dalu ist liberal. Warum will Dardosch, dass es Dalu gebe? Ja, gibt's Dardosch. Der will gib's das andere ihm. Wollen. Also ja, kannst du mir auch geben. Moment, das heißt, ja, jetzt will er. Jetzt gibt's ihm nicht mehr. Gib's nee, Fehler. Okay, warte. Jetzt gibt's Sepp. Sepp sagt gar nichts. Gott, der Sache ist Hitler. Die Sache ist... Jay, jetzt. Nee, Dardosch wieder. Oh Gott, steh wieder rüber. Und jetzt zu Dalukat rüber. Und jetzt spiel mit zu Blau und so. Was ist denn... Was spielst du tatsächlich gegen Peter? Ja, eigentlich nicht viel. Was gegen Peter spielt. Wenn eine rote kommen sollte, Peter. Kannst du beispielsweise Christian ja nehmen. Der hat ja immerhin gerade eine blaue gewählt. Ja, klar. Wenn jetzt als Präsident, so, ja, okay. Wenn eine rote nein, kommen okay. sollte. Dann Bram als Präsident ist okay. Also, ja, ist das hat jetzt gerade falsch gedacht. Bram immer als nein, Kanzler. Nee, das ist Bram richtig so. Bram bist du liberal? Immer als Kanzler. Ich bin liberal. Ich hasse dich, der Luger. Drop it like warum denn? Ich will doch nur gewinnen. Ja, genau. So hört sich das nämlich an. du hattest mehr blau als auf dem Feld. Ah, ich glaube, das war ein Fehler. Ich werde mal jetzt zur nächsten Diskussion nichts beitragen. Ich muss mal gucken. Mikkel, du kannst nur Fehler machen im Spiel. Ja, das also, Mikkel, ich finde das ja okay. Ich habe da nichts gegen einzuwenden. Ja, ich bin auch. Also. Ah! Keine Ahnung, was Mikkel hast hier gegen unsere Ecke. Aber nee, da hätte ich nicht gewinnt. Wen hättest du denn gewählt, Dalu? Peter. Ich habe auch für Ja gestimmt übrigens. Ich bin dabei. Warte, war das mit Christian? Ja, der weg? Weiß. Der hat irgendwas gesagt, Christian. Der ist sofort ich wieder da. Ich musste mich selber am Nase putzen. Moment. Hat er gerade in unsere falsche WhatsApp-Gruppe gekommen. Ja. Wir wählen jetzt nein. Nein, nein, ich habe nur Nase geputzt. Ach, super. Oh, alle sind da. Oh, ja, ich habe wieder vorgeschlagen, ich hab mich dafür. Ich habe eine ganz kurze Frage, ja. Warum wundert eigentlich immer jemanden, dass alle dafür sind? Das ist doch seitdem hab ich gerade bei dir gewundert schon. Immer so. Nee, eigentlich. Ich, nee, ja, du meinst, weil die Faschos sich sonst alle revealen würden. Ja, genau, ja. Natürlich spielen die im Großen und Ganzen. Aber hat vorher so alles durch Nein gestimmt und der hat sich auch nicht revealed, Leute. Aber geht es nicht so ein bisschen, was? Ich glaube, du musst es genau andersrum sehen bei dem Move. Wenn alle Ja stimmen, sind die Faschos auch dafür, so wie, der gehört vielleicht hey, dazu. Cool, danke, Mikkel. Weißt du, was ich meine? Das könnte die andere Richtung kriegt, sein. Ah, der ist sein. Dabei. Ja, das ist er, der Peter. Ne? Häuptling, rote Locke. So bitte zur roten Locke. Ja, da kenne ich ihn. Alles klar. Ja, Mikkel, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf das Spiel. Ich auch nicht. Heute ist noch so, ihr habt beide blaue gehabt und trotzdem kam er raus. Es waren drei rote. Das waren zwei absolut. Blaue. Bram und Chris haben noch eine blaue gelegt. Nämlich Chris oder Bram? Nein, immer Bram als Kanzler. Bram als Kanzler, nicht als Präsident. Da kommt Präsident. Da doch eine blaue auch bei rum. Ich würde Christian nehmen, weil der als die dritte blaue gelegt nein, hat. Bram muss auf jeden Fall Kanzler. Nein, Bram muss Präsident sein, damit eine blaue bei rumkommt. Das ist doch voll warum? Christian hat doch auch eine blaue gelegt. Und ja, sogar dann kann als Dritter der von mir aus Kanzler werden. Alter, aber ob ich jetzt Kanzler oder Präsident werde, ist tatsächlich... Nicht Wumms, Bram ist nicht Adolf. Warum nicht? Warum weil nicht? Er genau. ist noch blauer als Adolf wie sein ach könnte. So, weil er blaue Karten liegt, ist er nicht Adolf da. Was ist denn das für eine Logik? Weil er zwei blaue hatte und er hat bestimmt, wen er wählt. Er hat eine blaue geforst. Weil Präsident haben wir aber auch schon gehabt. Also wenn er Adolf wäre, hätte er keine blaue forsten müssen, weil er bei einer Wahl noch mal aber besser bei Ruhm als kommt. Adolf versuchst du alle Roten von dir wegzuhalten. Also nein, er muss ja nicht. Du gibst ja einem die Wahl. Und der wird doch dann blau legen. Und dann bist du der ihm die Wahl gelassen hat. Ja, aber hat. Vielleicht ist ja Sepp Fascho und Bram Adolf und der wollte sicherstellen, dass Sepp der Fascho nicht das direkt eine rote Karte legt. Ich nehme Bram jetzt als Präsidenten. Ich weiß aber nicht, warum Bram einfach so ein... Ich finde das gefährlich. Ihr macht das schon. Okay. Ihr macht das schon. Mikkel hat eine Rode gelegt und nimmt Bram als Präsi ist auch gut, ja. Bram, dein Mikro ist, glaube ich, raus. Nein, nee, er ist Kanzler bestimmt. Ja, ich weiß, ich bin gerade überlegen, was ich dazu sagen soll. Danke, ich warum hast du dich jetzt, Mikkel, für Bram entschieden? Weil er bisher ein gutes liberales Spiel gemacht hat, was man als Hitler theoretisch auch tut. Wow. Also kann er jetzt nicht gewählt werden. Also, er kann gar nicht böse sein. Ja. Also, die Argumentation, wenn das jemand anders gemacht hätte, mit den zwei Blauen am Anfang jemandem geben, das stimmt schon. Weil, wenn selbst wenn Sepp Fascho gewesen wäre, hätten wir zusammen welche verschwinden lassen. Ja. Aber, ich verstehe auch andersherum, dass ich sagen würde: Jo, ich hab dir zwei Blaue gegeben.
weil ich vielleicht sogar drei hätte. Das ist super unwahrscheinlich, aber das wäre der genau, einzige, das, aber davon gehe ich nicht aus, weil das wirklich unwahrscheinlich ist. Das kann passieren. Aber das kannst ja nicht, wenn du das dann als Spielgrundbasis ja, nimmst, das ist ein Problem. Bram, du darfst jetzt nicht Hitler als Kanzler nehmen. Okay, Peter, ja, das ist mir durchaus bewusst. Mir sind die Spielregeln bekannt. Ja, aber dann sag mir doch, wer ist denn nicht Hitler? Dann nehme ich den. Das weißt du nicht, Hitler. Hier, auf meiner Karte steht überall. Ich bin nicht Hitler. Ich habe mit Christian die Blauen gelegt. Wie wahrscheinlich ist das, dass Dalu Hitler ist? Unwahrscheinlich. Also, weiß nicht. Nee, so unwahrscheinlich ist es nicht. Wie, komm, der hat direkt am Anfang wollte der Dadosch wählen mit den Worten, wenn jetzt eine rote kommt, nehme ich aus dem Spiel. Ja, ja klar, dass er nicht mal im Fokus steht als Fasche und so weiter. Aber genau in diesem Punkt ist doch schon klar, dass er gewählt werden könnte, weil wir davon ausgehen, dass er Fascho wäre. Das bedeutet, wir gehen davon aus, dass er safe kein Hitler ist. Und der Typ ist ja nicht ganz so doof, ne? Ja, Dadosch, wen würdest du denn nehmen? Wir können jetzt ganz beschleunigen, nicht wählen. Solange Bram die Entscheidung Also entweder labert ihr jetzt die ganze Zeit wieder, danach entscheide ich eh, was ich mache, oder ich mache das jetzt direkt. Dadosch, mach das! Dadosch! Nee, das ist doch wirklich eine smarte Idee, oder nicht? Wir wollen nichts überstürzen, das ist ein Fascho-Move! Das ist ein Fascho-Move, wir wollen nichts überstürzen! Hör auf dein liberales Herz! Dadosch, wen willst du denn nehmen? Du redest jetzt auf Bram ein, dass er den nicht wählen soll. Erstmal mich wählen, weil ich weiß, was ich bin. Ja, das sollte schon mal klar sein. Okay! Ja, ich weiß ja, was ich bin, deswegen. Also ich weiß nicht, Chris ist natürlich relativ blue, aber. Also ich mach mir halt Sorge, dass Dado genau das zum Rum da ist. Ich hab ihn meinetwegen, aber ich hab's nicht gesagt. Delphin. Ich hab aktuell für Bram die perfekte Erklärung, warum er mich nehmen sollte. Okay. So wie ja, das gerade drauf ist. Pass auf. I'm blue, da wird die mal frei. Boah, Junge, du kannst den Text. War das die ganze Zeit? Nee, Makarel. Oh mein. Pass auf, sonst strikt uns gleich die GEMA das Video weg. Ja, ich Also ich verstehe sowohl den Move mit Danu, ich verstehe meinen eigenen Gedanken, logischerweise auch Christian zu nehmen. Ja, ich habe mir nachgedacht, Jay zu nehmen, weil Jay sehr viel Wortführer in dieser Runde war. Das bin ich auch. Das macht er als Hitler nicht. Ja, genau, das ist halt so Hitler-Art-typisch. Selbst wenn er Fascho ist. Ich würde sagen, dass Jay das auch immer ist. Das ist schwierig abzuleiten, weil Jay auch die Hauptaufnahme hat. Und deswegen, also ja, ich sage einfach so gar nichts immer. Mehr jetzt. Aber ja, also genau, ich finde das so schwierig, auf, dann davon ist. Abzuleiten. Jetzt er pisst. So. Gut. Ja, ich finde das halt spannend, dass Dadosch auf Bram einredet. Ja, Peter nicht so schlecht gefunden, ne? Aber irgendwie. Könnt ich muss ja was machen. Die letzten Spiele habe ich immer hast verloren. Hast du gesagt? Ich war gerade bei einem blauen Delfin. Ich hab nicht zugehört. Scheiße, Bram macht mich fertig, so wie er das Spiel spielt, ey. So, okay, jetzt habt ihr alle gelabert, jetzt nehme ich doch Chris. Ist das okay? Ja. Ja, das kannst du ja in der Wahl sehen, oder? Ja, also. Ja, ich meine, oder hat da jetzt irgendjemand ernste Bedenken? Also hat da jemand mehr Bedenken gegen als gegenüber Dalu? Ich kann ja nur sagen, dass ich wahrscheinlich. Christian hat halt blau gelegt, ne? Ja, genau, Christian hat halt blau gelegt. Ja, aber das klassischer Hitler-Move. Das könnte Hitler sein. Ja, aber es kann jeder am Tisch sein. Das kann jeder sein. Das kann auch Peter sein. Dalu hat rot gelegt, Jay hat rot gelegt. Dalu ist aber liberal. Ich liberal bin und von daher ist das eh dein. Ich bin ja mal ein guter Demokrat. Wer ist denn hier an dem Tisch für Dalu? Sollen wir jetzt ob wir gleich abstimmen? Genau, wir stimmen jetzt darüber ab, wie wir gleich abstimmen. Probeabstimmung nennt man das. Nee. Im Haus der Tories immer. Ich bin D. Ich glaube, D ist die smarte Wahl. Ich bin dafür, dass Bram seine Entscheidung ich nehme Tor 3. Oder doch den roten Umschlag, ich weiß es nicht. Ich bin du hast ja deinen Plan. Was heißt das denn? Ja, das verstehe ja, ich. Ja, Jay oder Dalu? Oder da bin Bram. Ich. Ah. Okay. Moment, Dalu, du hast Bram geschrieben, das geht ja, nicht. Ja, nein, dass Bram seine Wahl trifft, okay, was komm. Er also. Wollte. Ich mach das jetzt wie Adolf. Ich mach jetzt beides. Nee. Ich bin jetzt Reichskanzler. Das ist nicht so. Bram, das ist aber sehr faschistisch, was du da gerade machst. Leg einfach die erste Karte, die du ziehst. Oh. Dann gib es doch Chris und dann werden wir noch sehen, bei der Abstimmung kann wen wählen oder nicht. Dafür ist die Abstimmung noch da. Also wie ich das aus. Ah, die steht übrigens nicht für Dadosch. Ich kann jetzt bei mir zumindest sagen, wenn du mir das Ding gibst, krieg ich 4 Karten. Bitte, bitte. Tja. Also kriegst du 4. Der hat plus 2 auf Karten. Er hat aber hier unterm Tisch. Nee, er kriegt die neue Hitler-Karte. Hast du noch einen Asch-Erbe? Weißt du, was ich mache? Ich kann mich noch daran erinnern an eine Folge, wo Jay gesagt hat, weißt du, ich entscheide das jetzt einfach und ich übernehme dafür die vollste Verantwortung. Okay, ja, cool. Genau das weil das nämlich mega viel Konsequenz hat am Ende des Lebens. Eine andere Chance hast du ja eh nicht. Also genau.
Ich kann dir jetzt auch nicht viel helfen, weil ich... Ja, Christian, komm. Christian, wir machen genau das jetzt. Genau das sollst du machen, Bram. Und ich bin auf jeden Fall dafür, Christian, möchtest du denn gewählt werden? Ist, also... Ja, Peter, wenn wir das Spiel jetzt aus oder nicht, dann habt ihr mich gehabt. Ich glaube, die Frage hat sich schon erledigt. Wow. Ich sag mal so, ich lebe mit der kompletten Konsequenz meines Neins. Alter, du bist so anti. Bist du Hitler? Nee. Geil. Okay, oh, Bram, good job. Oh. Dass du trotzdem auch ja gemacht hast, hätte ich nicht gedacht, Peter, ey. Ja, okay. Also ich habe mich dann einfach an Brams Seite gestellt. Er hat halt entschieden und dann habe ich gesagt, okay, dann. Ach so, dich schön hinter Bram verstecken, weil dann seiner halt Verantwortung. Ja. Nicht verstecken, sondern Augen. Ich habe ihn dann halt supportet. Also ich hätte ja einfach gesagt, nein, dann zu stimmen, ist sich zu verstecken, meiner aber Meinung nach. Genau. Weil damit dann richtig gewesen wäre, hätte man dann sagen können, okay, ich habe ja gesagt. Vor allem ist Bram auch noch der bessere Präsident als jeder andere in meinen Augen von uns am Tisch, außer mir selber natürlich. Aber also, jetzt kommt die rote Karte. Ja, kommt die auch. Das heißt, ich überlege gerade, ob Mikkel und Peter nicht beschissen haben. Warum? Okay, wie haben wir beschissen? Nein, da waren 12 Karten vorher drin, davon waren 3 blaue. Ja, natürlich ist die Möglichkeit jetzt noch drin, dass da 3 weitere drin sind. Aber das hier müssten angeblich alles rote sein. Möchte zu meiner Verteidigung sagen, dass ich 2 rote hatte. Ja, der hatte 2 rote. Ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, dass ich 3 rote hatte. Okay, das ist aber tatsächlich. Möchte zu meiner Verteidigung sagen, dass ich Dalu als liberal review. Ja, aber. Oder? Also, natürlich kann die Möglichkeit sein, dass da jetzt noch 3 blaue drin sind, aber die Wahrscheinlichkeit halte ich irgendwie für komisch, dass da keine blaue in 2 Zügen gezogen wurde. Na gut, dann macht aber Mikkel am meisten Sinn, weil Peter. Dann macht genau. Dann macht Mikkel am meisten Sinn. Ich hab dich doch eben gerade sogar noch gewählt, jetzt hör doch auf mich umzugehen. Ja, das macht der Bram hat sich selbst. Ich würde Peter nehmen. Hat Bram sich jetzt selbst warum? Peter! What the fuck, Jay? Ey, Moment! Wir haben festgestellt, wenn Peter vom Tisch geht, gewinnt sein Team. Ich würde Peter nehmen. Ja, einfach so von ihm gerufen. Bram. Er hat doch gerade die Rode gelegt mit Mikkel zusammen. Ja! Aber dann nimmt man doch eher den Präsidenten statt den Kanzler. Nee, nein. Also ernsthaft, es wurden so viele blaue vorher gelegt, das war noch ein dicker Stapel. Ja, aber du hast die blaue am Anfang gelegt, Peter, und damit bist du wahrscheinlicher Hitler. Ja, genau. Was? Ja, aber, Moment. Ja, aber dadurch bin ich doch dann weniger wahrscheinlich Fascho. Dadurch steigt doch dann die Wahrscheinlichkeit, dass du... Aber wieso, Moment, das ist doch dieselbe Hitler. Aber wenn du Hitler erschießt, gewinnst du doch instant. Ja, genau. Ja, okay. Aber einen Liberalen zu verlieren wäre doch jetzt auch nicht so geil, oder? Das stimmt natürlich auch, Peter. Die Chance ist natürlich immer da. Da gebe ich dir recht. Oder wir erschießen also, Hitler. Was ist denn jetzt dein Gedankengang? 100% Mikkel. Ja, aber wie gesagt, mein Gedankengang ist, es kann Mikkel. Natürlich sein immer noch, dass da 3 blaue drin sind, aber davon, das finde ich jetzt irgendwie hart unwahrscheinlich. 3. 6. Ja, 3, also 50. Genau, angeblich müsste da noch 3 blaue drin sein, aber wenn hier eine verschwunden ist, dann gehe ich davon aus, dass die bei Mikkel verschwunden ist, weil das halt safe wäre. Weißt du, dann nimmt er halt 2 blaue, eine blaue, legt die da rein, weil dass er bei den einzelnen Karten 2 blaue gezogen hat, sehr unwahrscheinlich. Gibt Peter 2 rote, sagt, ich habe nur rote gezogen, zack, legt das Ding da, gibt mir den Prisi und so weiter, hat nicht damit gerechnet, dass es so weit kommt. Ja, also vom Voting her ist Mikkel wahrscheinlicher als Peter, weil sonst hätte es Beef gegeben. Auf jeden Fall. Genau. Ja. Okay. Ich wollte mal anmerken, die Konstellation mit Jay, Dalu und Bram könnten auch böse sein. Bram könnte Hitler sein und ich meine, so wie er spielt, ist das gar nicht so unwahrscheinlich gerade. Und Dalu ist die ganze Zeit in seinem Arsch. Also, deutlicher zeigen kann er es nicht, ja? Und Jay hat Dalu confirmed als liberal, was halt dann natürlich gelogen war. Also das die Dreierkonstellation ist mir auch ganz arg. Ganz das Problem, was ich damit habe, ist, dass quasi ich mit Bram bis jetzt 2-mal gespielt habe und alles, was in dem Zug passiert ist, also ich weiß ja, welche Karten ich gekriegt habe und welche ich Bram gegeben habe, unabhängig davon, ob du mir das jetzt glaubst oder nicht, tendiere ich halt dazu, Bram zu glauben und dann geht die Rechnung wieder nicht auf. Ja, aber nur, weil vorher waren die Karten doch anders, also es wurde doch vorher anders gelegt. Vorher war die Konsequenz nicht so groß, dass er eine blaue gelegt hat. Und jetzt warst du im Zugzwang. Er hätte locker eine blaue verschwinden lassen können und du hast 2 rote. Natürlich glaubst du ihm da. Absolut, ja. Ich bin in Zugzwang. Nee, Moment, in Zugzwang kann ja nicht sein. Also Zugzwang hätte ich ja gehabt, wenn er jetzt rot und blau liegt. Wenn er mir rot und blau gegeben hätte und ich hätte rot gelegt. Nein, ich meinte damit, du hast keine Wahl gehabt. Ja, du hast jetzt einfach nur 2 rote gekriegt von ihm. Ach so, das meinst du. Weil er jetzt legen musste. Es ist halt zu spät sonst. Das heißt, wir vertrauen Dennis einfach, dass er wirklich
drei rote gezogen hat. Vielleicht hat er aber auch die blaue Reise. Dennis ist der liebe Reiste am Tisch. Das ist Hitler doch immer. Hitler ist immer der liebe Reiste. Genau. Da recht, man kann es mal aufhören. Dennis ist die liebe Reiste. Das Problem ist aber auch so. Und ich habe halt die Runde vorher schon mit Bram gespielt. Und deswegen vertraue ich halt Bram eher als die Leute, mit denen ich halt noch nichts zusammen gemacht habe. Kann ich vielleicht ist Bram auch gerade wach geworden und kann rot und blau noch nicht unterscheiden. Außerdem die Diskussion. Bram nichts. Achso, wir reden darüber, Bram nicht zu glauben, ja. Wer hat denn vorhin jemand anderen als Chris als Kanzler vorgeschlagen, abgesehen von mir? Ich weiß, das spricht nicht für mich. Ich. Aber. Bram. Ich hab den dann auch gewählt. Nee, jemand anderen als Chris. Achso, jemand anderen als Chris. Ich hier, da steht immer noch Jay da, weil ich halt weiß, wer wir beiden sind. Ja. Ich hab Chris und vorgeschlagen. Ich habe uns selber gewählt. Ja, da steht J und gesagt, Dalu war da. Das hast du ganz genau gesagt. Jay und Dalu. Ja, und Sepp hat sich selbst gewählt. Ist hab ich doch gesagt. Chris gewählt. Ja, das war doch deine Frage, oder? Ich hab nur gesagt, ich möchte nicht, dass Dalu es war. Ich hab gesagt, ich bin bei Brams Entscheidung. Wenn du liberal bist, dann schießt du jetzt Dalu. Hab ich das falsch verstanden, Bram? Ich finde das ein bisschen hart. Also ich finde das wirklich ein bisschen hart. Bram, du musst wieder die volle Konsequenz tragen. Ja, ich muss wieder, spielen, ey, also genau, am Anfang sage ich hier schon mal wieder, ich bin wieder bereit, die volle Konsequenz zu machen. Das war ganz also, nice. Aus ist gar nicht so leicht. Aus deiner Sicht, Bram, volle wenn du wirklich drei rote gezogen hast, dann ist Mikkel aus deiner Sicht die einzig logische Konsequenz. Eben. Ja, denke ich auch. Also ich muss sagen, wenn also Bram liberal ist. Ich weiß nicht, was du gezogen hast, aber du bei yourself. Das stimmt, aber aus meiner Sicht ist Mikkel dann ein Fascho und das finde ich cool, das zu wissen. Um hier nochmal so ein bisschen die Psychologie am Tisch zu nehmen. Aber dann kannst du eher einen Liberalen treffen. Ich wollte gerade sagen, aber so, also nimmst wie du Mikkel das schon gerade macht. In Kauf, einen Liberalen 5 gegen 3 ist schon schwer und 5 gegen 2 wäre safe. Also das ist ja schon safe dann. Kann das sein, dass das ein Seppwitz ist? Schreibt sich da Hitler dran, den ganzen Dings drüber und ist wirklich Hitler? Ja. Und macht safe. 5 gegen 2. Dann soll doch passieren. Suchen wir jetzt überall Strohhalme wieder. Das schießt mich ab, Bram, wenn du das meinst. Also wenn Bram wirklich selbstliberal ist, macht es natürlich am meisten Sinn, Dalu zu vertrauen und in dem Augenblick dann auch wahrscheinlich sogar noch Jay, weil er halt Dalu confirmed hat und somit dann halt Mikkel aus dem Spiel. Mir gefällt hat gar nicht, dass ich dann ein Team mit den beiden Spacken geworfen habe, weil Dalu auch die ganze Zeit Bram im du musst nicht mit mir in einem Team spielen. Ich hab gesagt, lass mich raus. Du bist ja auf jeden Fall auch schon mit Christian, also auf jeden Fall auch, nicht, wahrscheinlich. Ja. Und dann, wir sitzen in einem Boot. Ja, aber dann ist okay, dass wir in einem Boot sitzen. Ja, dann wir beide, aber mit den beiden. Hallo? Ja, das ist auch nicht so genau. Nur weil ich jetzt ja nicht gesungen habe mit dir. Vielleicht einfach mal Jay so. Ich würde Peter nehmen. Ja, deswegen schießt man lieber Jay. Weil ich würde auch Blaue legen. Jay bin ich mir nicht so sicher. Okay, also die einzige andere Blaue, die gelegt worden ist, ist die, die Peter gelegt hat, ja? Das ist richtig. Das ist deine Blaue. Also willst du jetzt Peter erschießen? Oder? Das ist Peters Blaue. Das ist deine Blaue. Der Einzige sein, das der Blaue legt. Ja. Das ist halt die Frage, ob du jetzt die Mindgames rausholst und die Leute, das ist Dalus Rote, das ist meine Rote, das ist... Das ist dein Meta-Game. Das ist dein drei Folgen keiner mehr traut. Also ich fand deine Argumentation tatsächlich halt schlüssig. Quatsch, das ist Mikkels. Wenn da halt... Nee, das, ich glaub das nicht. Das macht halt Sinn. Also aus deinem Blick, ja. Ja, Mikkel, da tut mir voll hat irgendjemand leid. Versucht, Mikkel zu safen? Nicht. Weil das finde ich jetzt auch schon wieder strange. Ja, doch, Jay. Oder. Nee, es ist Dadosch. Ich würde Mikkel safen. Moment, redet ihr auch nicht. Ich glaube, dass Bram, Dalu, Jay, Chris, irgendwie die Leute sind verdächtig, die Ecke. Ja, hier. Wollte ich zuerst, aber wenn Bram wirklich liberal ist, dann macht es keinen Sinn, Dalu rauszukicken. Ich habe nur gesagt, dass ich den drei. Dass ich, dass warum sollte. Warum sollte. Mikkel, warum sollte, nee, pass auf, ich spring für Mikkel ein. Mikkel hat vorhin das Argument auch gesagt. Warum sollte Mikkel Bram die Präsidentschaft geben? Damit er dann erschossen wird? Nee, weil der Druck des Tisches der würde so doch, hoch. Ja, genau. wenn Mikkel, okay, Bram, wenn jemand Mikkel, setzt sich für Mikkel ein. Jetzt kannst du von mir aus Mikkel erschießen. Nein, stopp! Lass mich kurz nichts ausreden. Wenn Mikkel Fascho wäre, ja, dann würde er doch niemals Bram nehmen. Wenn Bram liberal ist. Doch, er musste ist. Ja. Der wird doch auch safe. Der wird doch auch. Also, Mikkel wird doch auch safe dann einen anderen Fascho-Kollegen nehmen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber er hatte keine Wahl. Aber das konnte er nicht. Wieso konnte er das? Der kann sich doch entscheiden. Es war eine rein liberale Entscheidung, Bram zu nehmen. Wenn der jemand anders genommen hätte als mich, dann hätte er Nein gestimmt. Alle hätten gefragt, warum hast du das getan? Ja, genau. Da hätte ich mich schon durchgesetzt. Ich sag dir, wenn du den Weißen ermordest, dann haben wir gewonnen. Das kann auch sein. Das ist eine Lüge.
Der hat eine blaue am Anfang gelegt und danach nur noch die roten. Der kämpft wie so eine Bärenmutter für mich. Das ich kämpfe für Mikkel, ich steig für Mikkel ein. Ich guck mal, guck dir doch mal, Bram, zoom mal ganz nah auf das Mops-Gesicht von Mikkel. Guck dir das an. Guck dir das an, ey. Just wie Mikkel. Du kennst sie doch nicht. Bist du Hitler? Nein, natürlich nicht. Okay. Wer hat das gesagt? Bram, das war total dumm. Das war aus meiner Sicht die logische Konsequenz, nein! Das weißt du auch. Ich hab das erklärt, selbst warum. Selbst aus deiner logischen Konsequenz, warum sollte Mikkel dir die Präsidentschaft geben, damit du ihn abschießt? Jay. Der hatte da keine Wahl. Wenn du der Meinung bist, das ist falsch, dann müsste Bram aus deiner Sicht halt Fascho sein. Ja, ja. Ist er ab jetzt auch. Ganz das klar. War nur, Mikkel hatte keine Wahl. Ja, nein, nein, also jetzt hier. Mikkel hatte keine Wahl, als mich zu wählen. Und aufgrund der Tatsache, dass da jetzt noch drei blaue drin sein müssten, wenn das nicht der Fall ist, hat Mikkel eine verschwinden lassen. Warst du die logische Konsequenz? Das verstehe ich nicht, dass keiner. Wie geht es denn jetzt weiter? Irgendwie gedacht hat, so wie Mikkel oder ich. Das verstehe ich wirklich nicht. Das war die außerplanmäßige. Naja, doch. Also, Jay, ich habe im Vorfeld gesagt, Bram kann selbst Hitler sein. Und das kann er ja immer noch. Er kann es immer noch sein. Safe. Aber aus, wenn er liberal war, aus seiner Sicht war das die logische Konsequenz. Das heißt nicht, dass er jetzt liberal ist, sondern einfach nur, dass es seine logische Wahl war. Ich kann Christian wählen. Ich fand das nachvollziehbar. Mikkel konnte nicht niemand anderen wählen als Bram und die Wahrscheinlichkeit, dass er eine rote hat verschwinden lassen, ist relativ hoch. Kann es natürlich auch sein, dass Sepp jetzt drei blaue, eine blaue, dass Sepp jetzt blaue, blaue zieht. Dann war alles scheiße. Aber das ist halt unwahrscheinlich gewesen. Ja, so, du musst halt hier mit Wahrscheinlichkeiten und Psychologie-Analyse musst du halt gucken. Jay hat verkackt, der denkt, ich bin Hitler, das heißt, das ist die komplette Fehleinschätzung. Ja, das kann aber doch sein. Komplette Fehleinschätzung, Peter. Ja, sehen wir dann ja am Ende des Spiels. Ah, okay. Das ist eine ganz schön faszinierende Sache. Ich kann ja jetzt so rot ziehen. Ich brauche jetzt nur einen, den mit Hitler ist. Oder nicht? Spaß, 50% wäre... Peter ist für mich konfirmt Hitler. Du musst jetzt nicht schon anfangen mit, ich kann nur rot ziehen. Nein, das stimmt gerade absolut nicht. Nimm Dadosh, Jay oder Dalu. Ja, also zumindest eine blaue. Ja, die ist wahrscheinlich eine blaue, muss jetzt haben wir jetzt schon diese... haben wir das schon das Veto? Nee, das Veto-Recht haben wir noch nicht. Das haben wir erst danach. Nee. Wie ist denn das? Wer ist denn nicht so Hitler? Wer wird sich als nicht Hitler ausschreiben? Aber mich kann es nicht wählen. Ich, mich und Dalu. Ausschreiben würde sie mich natürlich auch. Dalu und ich. Dadu hat gesagt, er wollte außen vor gelassen werden, wollte ich nochmal anmerken, ne? Ja. Also. Ich würde tatsächlich auch jetzt was Dalu wählen. Weil der so viel labert, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Hitler ist, für mich am geringsten ist. Peter könnte jetzt sein, weil du halt liberal gespielt hast, sorry, Peter, no offense. Passt. Das ist richtig. Dalu ist liberal. Ich selbst gehe natürlich von mir aus, dass er nicht Hitler ist. Der andere, der liberal gespielt hat, ist confirmed nicht Hitler. Der könnte natürlich trotzdem Fascho sein, hypothetischerweise. Dadosh, keine Ahnung. Dadosh weiß man halt gar nichts. Ne, Jay schreit halt relativ viel rum. Könnte sein, dass der mit Mikkel im Team war und sich jetzt darüber geärgert hat, dass ich sein Teammate gekillt habe. Oder auch, dass er halt wirklich eine andere Meinung hatte. Mikkel den Liberalen weggeschossen hast, anstatt halt das Spiel zu beenden mit Peter, der Hitler ist. Ja, aber warum sollte Peter für mich die höhere Wahrscheinlichkeit gehabt haben als Mikkel? Das kannst selbst du mir nicht erklären. Dass er Hitler ist? Hab ich dir doch die ganze Zeit gesagt. Ja, außer dass du mir sagst, dass der Hitler ist. Ja, ich hab dir zumindest doch gesagt, warum ich Mikkel abschieße. Ich hab dir sogar erklärt, warum er Hitler ist. Ja, und ich hab dir erklärt, warum Mikkel auf jeden Fall liberal war. Oder mit dir in einem Team und du schießt ihn ab. Aber Peter ist doch nicht 100% Hitler. Also genauso können ich und Dadosh ja auch Hitler sein. Also das ist halt kein Argument. Ja, wenn du Hitler wärst, wäre jetzt gerade perfekt, weil dann kannst du nicht gewählt werden. Ja, ich finde das eher gut, dass ich liberal bin und jetzt einen aussuchen kann, eine blaue Karte. Ja, und Dalu hat halt, keine Ahnung, die ganze Zeit für mich geredet. Das heißt, selbst wenn ich Hitler wäre, wäre er eher der Fascho, weißt du? Also, Dave, warum bin ich für dich jetzt confirmed Hitler, möchte ich nochmal kurz wissen. Genau, das hat er nämlich noch nicht erklärt. Confirmed war zu viel gesagt, aber du bist für mich am wahrscheinlichsten gerade von dem man wählen kann, Hitler. Von der Spielweise, genau. Ich würde ich weiß, ich bin liberal, Dalu ist liberal, confirmed Dalu, von mir. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil es ist meine Sicht. Dadosh könnte, nee, verstehe ich. Und Dadosh, der hat bislang niemals als Präsident eine blaue legen können. Dann heißt, er muss ja mal das machen. Das heißt, ihn könnte man durchaus wählen. Und Peter, du hast eine blaue gelegt als erstes und damit wärst du für mich aktuell der am wahrscheinlichsten Hitler ist, der gewählt wird. Weil ich am liberalsten gespielt habe? Ja. Aber Bram hat am liberalsten gespielt. Nein, Bram hat gerade den Faschismus des Todes gemacht. Okay. Bram hat jetzt, Moment, laut Dalu ist Bram zu krass liberal und laut Jay Fascho. Bin ich Fascho, ja. Der Bram hat halt gerade Mikkel kaputt gemacht, dass ich immer noch nicht kapiere. Ich hab eine aber du musst doch nachvollziehen können, warum ich das gemacht habe oder nicht. Oder kannst du das nicht? Nee. Okay, dann versuche ich das gar nicht mehr. Tisch, Leute. Also, tut mir leid. Rein strategisch Sepp, was nimmst du ist denn es sinnvoll,
Dardosch als Kanzler zu wählen, weil falls er eine blaue weglegt und eine rote forst, erschieße ich ihn und er wäre als nächstes Präsident und auch wenn er gar Hitler nicht ist? Dran. Ich will eine random Hitler Theorie kann, in den Hitler Raum kann werfen. Hitler kann für mich halt jeder aktuell sein, außer Christian. Du glaubst, du glaubst davon, also, du glaubst, Sebastian, reden. Du glaubst also, ich bin Fascho, ja? Nee, das habe ich noch nicht gesagt. Okay, aber dann habe ich ein paar Mal gesagt, Dalu ist confirmed liberal. Warum überlegst du dann nicht mich oder aber wenn du, Dalu also, zu kannst halt, du kannst halt auch Fascho sein, also ihr seid im gleichen Team. Das, ja. Das Ding ist halt, ich glaube von also, euch. Ich glaube nicht, dass wir im gleichen Team sind, weil ich und Jay ganz unterschiedliche Meinungen haben. Ja. Zu den Leuten am Tisch. Es kann sein, dass Jay halt Fascho ist, weil auch dazu passen würde, dass er sich über Mikkel aber dann so würde aufbringt. Er jetzt nicht so krass für Dalukat sich stark machen, den als Kanzler zu wählen. Außer nee, Sepp keine ist, andere Wahl. Außer Sepp ist nein, mein Fascho-Kollege. Nein, er hat auch noch Dardosch mit reingeholfen und will dich töten, warum, Peter. Warum ich will ganz kurz sagen, wen Jay auf jeden Fall nicht gewählt haben sehen möchte. Dich. Ja, genau. Ja, aber da ist sehr liberal. Da stimme ich leider Jay sogar zu. Was ist denn eure Meinung zu der Dardosch-Idee? Ich verstehe, genau. Warum reden wir nicht über das, was der kann? Also der Präsident hat gerade einen Vorschlag gemacht, Dardosch zu wählen. So, und Dardosch geht entweder hin und legt eine Rode, dann wird er von Sepp erschossen, weil Sepp weiß, was er ihm gibt. Und wir haben als nächstes den oder er legt halt eine Rode, weil er dazu geforst wird. Also weiß Sepp, okay. Dann gibt es Streit und er schießt mich trotzdem, aber dann wisst ihr halt, ihn dürft ihr ja, auch nicht. Ja, das ist okay. Also in beiden Fällen verschwindet Dardosch vom Tisch. Moment, stopp. Aber da gibt es ein Problem. Wenn Mikkel liberal ist und das glaube ich das nicht, dass Sepp Fascho ist und Dardosch dann trotzdem erschießt, dann sind wir 3-3 und das wäre kacke. Das wäre kacke. Dalu. Ja, aber der Plan ist trotzdem, also erstmal bin ich safe kein Hitler. Ich bin halt safe kein Hitler. So, also würde, denkt irgendjemand vom Tisch, dass ich Hitler bin, dass ich so spielen würde? Boah, keine Ahnung, wie du spielen würdest. Du bist nein, Dave, ich habe einfach eine andere Taktik, weil mir geht's darum, dass der nächste Präsident nicht die Power hat. Also wenn Dardosch Präsident wird und ein Fascho ist und ich jetzt einfach ihn nicht aus, also nicht mit einbeziehe und jetzt Dalu wähle zum Beispiel. Und die Wahl durchgeht, wir legen eine blaue, alles super. Dann hat nach mir eine Fascho die Möglichkeit, jemanden zu erschießen. Wieso? Wir können doch Nein wählen. Moment, wir können doch dann Nein wählen. Wir können doch Nein wählen. Ja, aber das wissen das wir richtig. Wissen von Dardosch ja bisher noch überhaupt nicht. Aber der Vote warum jetzt sollten macht wir doch Nein viel wählen? Aus. Warum? Weil wir. Okay. Weil also werden wir bei Dardosch gleich auf jeden Fall Nein wählen? Dann das weiß ich ja nicht. Es kommt halt drauf an, welchen Kanzler er auch wählt. Wenn Dardosch dann noch leben sollte. Aber das ich muss die Idee aber erstmal nicht schlecht. Also danach, ich kann deinen Gedankengang nachvollziehen, Sepp. Also wenn du liberal sein solltest, kann ich den Gedankengang nachvollziehen, warum du das so tun würdest, wie du tun möchtest. Also mit mir machst du keinen Fehler, was den Kanzler dann angeht. Ne? Also du willst mir jetzt den Kanzler geben, richtig? Ja, um zu überprüfen, ob du das halt vollkommen guter okay. bist. Damit gehe ich konform. Ja, ich muss, also die letzten Male, wie gesagt, was als Liberale haben wir das Rahmen, das war nicht weder, ich weiß keine bessere darf ich nochmal, ich würde eine Sache gerne nochmal einwerfen. Weder Sebastian noch Dardosch haben bislang irgendwie blaue oder rote Karten als Präsident gelegt, sondern waren bislang immer nur Kanzler, weil sie jetzt erst dran sind. Ja. Ist das aber ich habe mich immer auch gefährlich. Also es ist nicht so, dass ich das. Ja, aber wir haben immer Leute übersprungen, die halt am Ende dran waren, wenn sie nicht confirmed irgendwie liberal waren. Warum lassen wir jetzt wer ist denn confirmed liberal außer Bram in deinen Augen? Dalu. Genau. Wäre dann nicht, nach dem, was du so für Annahmen hast. Und Bram ist nicht confirmed liberal. Wäre dann nicht nach dem, was du gerade so für Annahmen hast, aus deiner Sicht. Das Logischste, zweimal Nein zu wählen, Peter zum Präsidenten zu machen, weil der angeblich Hitler ist und deswegen dann nicht Kanzler werden aber kann. Und der bestimmt dann die Kanzler. Ja, aber Brammen, Peter muss Brammen wählen. Wir müssen irgendwie nochmal schaffen, dass wir nochmal Brammen wählen können. Aber in eurer Perspektive, wenn ich Hitler bin, wäre ich ja ein Böser, dann dürfte ich ja auch nicht Präsident werden. Genau. Würde also, das macht keinen Sinn. Also, es kann halt wirklich sein, dass Sepp oder Dardosch einer von denen blau ist, aber es könnte auch sehr gut sein, dass einer von denen rot ist. Kann auch sein. Ja, kann natürlich sein, dass ihr beide blau seid. Okay, Jay, das kann bei jedem sein. Das ist eine ganz tolle Aussage. Also jetzt in dem Augenblick ist das nicht so, dass man uns ich glaube, sollte, dass Mikkel liberal mit Aussage. War. Ja, okay. Ja, aber was du glaubst, ist halt, du bist die eine Person am Tisch, die das Bram sagt. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass Mikkel liberal war. Ich glaube, dass Mikkel Fascho war. Ja, und ich glaube, Jay ist der andere. Das ist zwei Meinungen, unterschiedliche Meinungen. Ja, und genau, und weil ihr so zusammen seid, ist das zumindest eine Möglichkeit. Okay, alles klar.
Ram? Ja, ist eine Möglichkeit. Also ich weiß halt nicht, wer die bessere Wahl wäre als Kanzler, außer dadurch, abgesehen von mir selber natürlich, aber keine Ahnung. Hitler hat seinen eigenen Tod, sein eigenes Grab geschaufelt, ey, der Arme. Oh Mann. Ram, was sagst du so? Ja, ich verstehe deinen Hintergedanken. Also für mich wäre Dalu auch cool, aber das wäre halt, also dann müssten wir halt dadurch als nächstes überspringen, in meinen Augen. Müssen wir ja vielleicht nicht, weil er, wenn er kann ja Bram wählen. Ja, aber wenn ich ihn jetzt nicht checken kann, ob er halt ein Fascho ist oder nicht. Haben wir nicht das Veto dann? Dumm. Ist das nicht was Gutes? Was? Nee, das Veto ganz ehrlich, haben wir nur, wenn einer eine rote Karte noch kommt. Ich hatte erst den Gedanken, dass vielleicht du und Peda vielleicht irgendwie noch Richtung Dadosh gehen wollen würden. Aber da du mir quasi die Wahl lässt, kannst du Dadosh nehmen. Ich sag die volle Konsequenz meines Handelns. Du machst also keinen Fehler, wenn du mich zum Kanzler machst. Also du machst damit absolut keinen Fehler, das kann ich dir echt sagen. Ja, das Veto ist ganz der dümmste Satz ever. Aber ja, naja, du kannst im Zweifel wegknallen und die Wahrscheinlichkeit, dass da mittlerweile eine blaue... Also mir ist halt eigentlich egal, ob er Fascho ist oder liberal, ich will nur nicht, dass er Hitler ist. Das verstehe ich. Er hat aber bis jetzt nichts gemacht, außer eine rote gelegt, die geforst war. Kann aber auch, ich habe eine blaue gelegt, die erste. Nein. Doch. Ich hatte drei rote gezogen, Alter, und du hattest keine Wahl. Hier. Ach. Okay, ich habe ihm blau und rot gegeben. Ja. Erste Runde. Dir, also, darf ich euch, wisst ihr doch mal, was die Veto-Power ist, sonst erkläre ich euch, euch das gerne. Ich habe das gerade einmal angelesen. Kann der Kanzler machen, oder? Genau, wenn jetzt, ist ja egal, also wenn jetzt hier die fünfte Rote wäre und Sebastian jetzt quasi irgendwen wählt, ist ja auch egal, dann kommen ja die eine rote oder eine blaue abgelegt und dann sind zwei Karten übrig und dann kann der Kanzler sagen, je nachdem, was halt ist, wenn da zwei rote sind, zwei blaue sind, je nachdem, ob Fascho oder liberal ist, ne, kann er sagen, ich möchte gern Veto machen. Wenn also letztendlich er darf sich die vorher angucken. Genau, und wenn letztendlich dann auch der Präsident zustimmt, okay, wir machen Veto, dann geht's weiter. Ist das jetzt schon? Moment. Nein. Da hätte ich noch diverse Fragen zu. Es geht weiter, heißt, die zwei Karten kommen dann auf den Ablagestapel. Also alle Karten, if the president does not consent, the chancellor must... Achso, okay, ja. Was? Also wenn der Präsident zustimmt... Die kommen beide dann, die werden beide diskartet. Ja, die werden abgelegt. Ja, die kommen wegen abgelegt. Und dann geht's normal weiter. Zählt das denn dann als, hier wird dann der da steht nicht, dass da der goldene, das goldene Ding, die Wahl ist zustande gekommen. Genau, da steht nicht, dass das goldene Ding weitergesetzt wird. Okay. Ja, dann weiß ich zumindest. Nur damit ihr Bescheid wisst. Keine Ahnung, ob das euch irgendwie was hilft. Also lieber Tisch, Dadosh wäre okay. Nee. Ja, ist auf jeden Fall eine Wahl, die ich verstehen kann, sagen wir es mal so. Ich habe auch keine bessere Idee, ist das Problem. Nee, ich jetzt auch irgendwie nicht so. Also, ja. Okay. Ich wäre eine gute Idee gewesen. Ja, das weiß er halt nie, Peter. Also das weiß ich ja bei mir, vorhin wusste ich das ja auch, aber das ist halt... Das ist halt ja, vielleicht ist Dadosh auch eine gute Idee, wir gucken mal. Gucken wir mal, was passiert. Dadosh, bitte sei nicht Hitler. Ich wollte gerade sagen, Sepp, bitte, gib mir die Hitler? Wahl. Okay, du bist nicht Hitler? Du kannst... Bist du Hitler? Nein. Ja! Nice! Boom! Das ist gut. So. Glaubt jetzt irgendjemand am Tisch eigentlich, dass ich Fascho bin? Nur so rein nebenbei. Ganz kurz angemeldet. Kommt drauf an. Ich glaube auch jetzt, ehrlich gesagt, nicht mehr, dass Sepp Fascho ist. Nacht, was war das für ein Geräusch? Wieso machst du sowas? Das hat sich angehört, als wenn du dich beschwerst, was für Karten du gekriegt hast, ne? Was ist los? Boah, war sehr lange, der Sepp. Moment, muss ich irgendwas machen, oder Sepp? Ich glaube, der sitzt gar nicht mehr auf seinem Stuhl. Du musst warten. Wieso braucht Sepp denn so lange? Was soll das denn? Tauscht er die Karten aus? Und warum hat er was gesagt? Warum war das so ein Wort? Ja, eben. Das macht dich nicht liberaler, mein Freund. Vielleicht ist Sammy wieder irgendwie. Okay. Alter, was stimmt denn mit dem Jungen nicht? Hat er vielleicht ein Disconnect? Ja, dann wäre jetzt meine... Alter, Sepp, du guckst dir drei Karten an, gibst zwei davon weiter. Was ist daran so schwer jetzt? Ich darf halt nichts sagen, sonst kann ich ja hier meine Strategie direkt mit euch hier... Ja, mach jetzt einfach. Mach du darfst doch nichts sagen, deswegen sollst du die Karten weitergeben. Was macht man denn als Blauer? Ja, dann lass mich doch mal meinen Zug machen, Mensch. Okay, dann rede ich mal an den Tisch. Was macht man denn als Blauer so für eine Strategie? Die Blauen vielleicht an Dadosh geben. Ja, fragen kannst du dem jetzt keine. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Der hat zwei Blaue auf der Hand. Ja, aber dann gibt der dem doch zwei Blaue. Ist doch super. Dann würde ich ihm auch zwei Blaue geben. Hä? Aber wir dürfen da gar nicht drüber reden, denn sonst. Ich wollte gerade sagen, wir dürfen darüber reden, aber die Laberei von. Also das ganze Getue davon selbst, das lässt schon wieder komische Schlussfolgerungen. Ich möchte nur kurz anmerken, wenn er mir jetzt zwei Rote gibt, dann
wollt ihr ihn mich trotzdem erschießen lassen? Ja, gut, er kann halt erschießen, wen er will, ne? Das ist das Problem. Achso, Moment, er erschießt! Fuck! Ja, selbst schuld, Darush. Also, wenn du zwei blaue auf der Hand hast, gibt Darush beide blauen Sachen, Sache, dass du zwei blaue hattest. Dann haben wir nämlich eine blaue. Oh Gott, die war blau. Da passiert was. War die blaue? Da war zu weit, die Mauslens ist zu hoch. Ah, okay. Hast du beide blaue? Bram hat es richtig erfasst. Ja, ich hatte beide blaue. Mein Move, meine Intention war ja, dadurch zu checken, ob du hättest halt mir die Wahl geben können. Nicht. Müssen sogar eigentlich. Aber irrelevant, weil dadurch hätte halt. Oder das ist halt echt ärgerlich, dass du die blaue nicht entfernen konntest, Sepp, ne? Was? Da liegt der blaue, Jay. Warum bist du immer noch dagegen? Jay, ey, weißt du, du bist Alter, einfach nur ein Kopf. Sepp war einfach nur verwirrt. Sepp, du hättest ihm easy die zwei blauen gegeben. Ja, richtig. Dadurch ist nicht mehr verstanden. Ich hab ihm auch easy die zwei blauen gegeben. Ja, aber du hast ganz schön lange dafür gebraucht. Und das ja, aber ist in ich der wollte Regel ihn doch eigentlich checken. Meine Grundintention war zu checken, ob er ein Fascho ist. Wenn er ein Fascho gewesen wäre und die rote geforst hätte, hätte ich ihn direkt erschossen und wir hätten einen Fascho weniger am Tisch. Das ist durchaus ein Gedankengang, den ich nachvollziehen kann. Das war, weil jetzt ist er Präsident, Peter. Und jetzt wissen wir nichts über ihn. Doch, er ist doch, ich bin absolut. Wer ist der Fascho, Alter? Also, so wie ich. Also, wer glaubt denn, okay, warum aus welchem Grund soll ich. Pass auf, Sepp. Er wollte auf jeden Fall gewählt werden und ist nicht Hitler. Hä? Du hättest. Ja, nicht aber Moment, du, dadurch, ja. Dadurch wird doch gezwungen, schon jetzt Ende eine blaue der Argumentation? Zu wählen. Nee, ich verstehe, was Peter meint. Ich aber dadurch wird doch jetzt meint. Gezwungen, eine blaue zu wählen. Er konnte ja gar nicht eine rote aber wählen. Ich wollte ja, aber er hätte haben. Ja auch anders laufen ja, können. Ich wollte auch die Wahl haben. Ich wollte, dass er mir 50-50 gibt und so weiter. Dadurch, also machen wir jetzt aus. Lassen. Da hast du eine oder zwei. Ne, verdammt, die andere hat Mikkel gezogen. Das heißt, das sind jetzt drei rote drunter. Ich hatte zwei blaue. Wie, die andere hat Mikkel gezogen? Nee. Ja, deswegen habe ich ihn noch erschossen. Stimmt. Also könnte oder du hast sie verschwinden lassen, ja, das geht immer noch, also einer von euch beiden. Auf jeden Fall kann Darush sich jetzt Gedanken machen, wenn er als Kanzler ist. Nee, ey, wenn er Fascho ist und du Hitler. Ja, aber warum hat er die dann nicht verschwinden lassen? Also warum sollte er mir dann überhaupt noch die Wahl geben? Warum sollte vielleicht er war er Hitler tun? Und du Fascho und er wusste nicht, dass du Fascho bist und hat dir... Genau, also, so kann ich auch was jetzt sagen. Darush wählt Christian. Ja, kann ich Hitler gewesen sein. Ja, es kommt irgendwas bei Darush. Genau, das geht überhaupt. Danach werden die Karten neu gemischt. Peter wählt Bram, Ende Gelände. Zack, zack. Nee, also, Darush kann doch jetzt Bram wählen. Das ist doch eigentlich auch cool. Ja, dann ist safe eine Rote. Ja, aber genau, dann kommt eine Rote. Oh, da kommt eine. Bram kann immer noch Hitler sein. Ja, das stimmt. Nein. Natürlich kann er das. Ja, okay, du kannst Christian wählen. Ja, ich würde jetzt. Christian ist auf jeden Fall kein Hitler. Warum sollte ich denn Christian nicht wählen? Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist der selbst. Das ist richtig, machen kann. Richtig. Ja, das ist fein. Das ist fein. Ja, okay. Also cool. Dadurch kann ja sonst... Also das ist jetzt meine Argumentation. Das war mein Plan. Daneben. Hä? Du wolltest doch, dass du Bram wählst. Nein, ich hab gesagt, du willst Christian, dann kommt Nerone und dann will Peter Bram und dann ist Ende. Genau das war mein Satz. Wieso hast du denn dich beschwert, als ich das gesagt habe? Will ich jetzt gewählt werden? Hab ich nicht. Von du kannst da zurückspulen. Nicht. Genau ja, das war mein Satz. Doch mal, jetzt nochmal ein Slow-Mo. Ganz ehrlich. Das ja, Peter, guck Satz. Mal, der darf gleich schießen. Aber wer sind denn so die Faschos hier am Tisch? Mir fehlt Peter, der immer darf noch gleich einer. Schießen. Ich misstraue nicht dir, ich misstraue dem, der die Waffe in der Hand hat. Ja, verständlich. Ja, pass auf, bist du ja immer noch die Möglichkeit, dass ich mich hier vertan habe und da jetzt der Blau drunter liegt. Da könnt ihr das ausmachen. Ja, das wäre natürlich. Das wäre natürlich geil. Aber dann wär meine Argumentation aber trotzdem nicht falsch gewesen. Wenn Mikkel liberal wäre, dann wäre jetzt aber die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass Christian oder Darush Fascho sind. Und jetzt irgendwie hier eine Rose. Oder halt Jay, Dalo und Peter. Und ja, genau. Genau. Ich bin im Wald nämlich jetzt irgendwie. Ja. Ich sag die Jay ganze Zeit, hasst Peter mich und sag die ganze Zeit, dass ich Hitler bin, genau. Weil wir oh, keine Nines. Doch. Doch! Da ist ein Nein, das ist ein gutes Zeichen. Nein. Das ist ein gutes Zeichen von Jay. Durch. Hitler kann er ja nicht sein. Hans Zimmer. Ach so, doch, ich bin Hitler. Surprise, Motherfucker. Dadurch, du musst drei Karten ziehen, ne? Achso, ich muss drei Karten ziehen, ja. Ja, genau. Also alle drei. Jetzt drei Karten. Komm, es gibt ja eine blaue, so machen wir ey, aus. Das macht mich wahnsinnig. Mikkel, da warst du ein Bauernopfer. In beiden Fällen haben wir gut gespielt. Wenn das jetzt passt, das war jetzt die blaue Wetten. Ja, das ist die blaue. Ciao, ciao, Sieg. Da hast du mich doch verstanden. Dadurch, komm, verrat dein Team und. Wähl liberal. Wer ist noch? Oha. Ich hab ein bisschen Angst. Dauert mir alles schon zu lange hier, ey. Nicht so gut. Chris ist Fascho.
Ja, er hatte die Chance. Er hatte die Chance. Ernsthaft? Ja, er hatte die Chance. Das stimmt nicht. Er hatte die Chance. Ich habe eine rote abgelegt, eine blaue und eine rote. Du hast mir zwei rote gegeben. Ja, das sagt er, natürlich sagt er das jetzt. Er ist Fascho. 100%. Du willst mich einfach nur erschießen, Alter. Ich hab so die ganze Zeit. Dadurch soll. Weil dann will. Ja, ist ja. Kannst du ihn einfach. Ich erschieße also safe Fascho. Dadurch will ich einfach nur erschießen. Ja. Du hast was dagegen, Jay? Ja. Okay, die beiden sind halt das Team dann. Okay. Ja, auf jeden Fall. Das ging schnell. Kurz also er ist ja, also keine Diskussion. Er hatte die Wahl, er hat die Fascho-Karte gelegt, er ist Fascho. Christian darf sich jetzt auch gar nicht mehr äußern und so weiter. Das ist nee, was soll er hat sich doch geäußert, er hat gesagt, er hat es nicht gekriegt. Also was willst du für... Ja, stimmt. Ja, Jay, muss einer sagen, soll ich sagen, ja, ich war... Recht. Ja, du hast recht. Jay ist ein anderer Boy, dann, wenn er so... Aber wie wahrscheinlich... Also, das geht wirklich schnell. Er hätte dann jetzt... Ja, aber für mich ist er so. Also er hatte die Wahl, er hat die Karte... Wir hätten das Spiel beenden können. Das Problem ist, und jetzt kann sowohl der Christian Peter als auch Dardosch halt recht haben. Das wissen wir halt nicht. Nee, Dalu. Nee. Bram wählt gleich mich. Moment, was? Wieso sollte Peter? Weil Peter ist für mich immer noch nicht 100% liberal. Bram ist der einzig liberale. Ich muss sagen, ich würde jetzt Peter auch eher nehmen, weil Jay explizit jetzt. Also für mich ist Jay jetzt ein Chris-Team. Ja, dann, ist und dann sind doch nur noch Liberale am Tisch. Jay wollte Peter halt. Ja, wir haben doch noch einen Hitler. Nee. Ja, Jay vielleicht selbst. Ja, das kann sein. Ja, okay, das stimmt. Ja, klar, okay. Kann sein. Also. Jay hat sowohl Christian als auch Mikkel verteidigt und wir lassen dadurch und Jay einfach raus. Easy win. Ja, meinetwegen. Also, wenn ihr meint, dass so die Liberalen gewinnen können, dann ist das Ding für mich auch okay. Also, okay, wir haben einfach auf jeden Fall weniger am Tisch. Stopp! Safe. Ich habe hier gerade mein Secret, ich habe das nicht in den Regeln gesehen, ja. Ich sehe in meinem Secret Hitler Spiel, weil ich gerade ausgepackt habe, 6 blaue Karten. Ja. Sepp hatte 2. Ja auch. Ja. Die ist doch abgelegt worden. Das heißt, es waren 3 rote, die Dalosch gezogen hat. Nee. Was? Nein, die ist doch gelegt worden. Es gab noch eine. Es gab noch eine blaue, theoretisch. Wenn Mikkel die nicht weggelegt hat. Genau, wir sind davon ausgegangen, dass Mikkel die weggelegt hat. Hat er scheinbar nicht. Wurde trotzdem erschossen. Das wissen wir also halt die nicht. Theoretische Möglichkeit gibt's noch. Also, aber es gibt theoretisch auch noch die Möglichkeit, halt dass dadurch ein Böser ist, ne? Also das kann doch immer sein. Das ist doch egal. Es spielt doch keine Rolle mehr. Ja, ist auch relativ egal. Doch, dadurch spielt dann eine Rolle, wenn Peter jetzt doch Hitler sein sollte. Er mich wählt, er zieht von mir aus, lässt eine blaue von mir aus doch verschwinden. Und ich würde ein Veto anfangen, er sagt nein, ich muss sie legen. Ja, das macht natürlich noch Sinn. Okay, aber wie machen wir es dann zu Ende? Die ultimative Demütigung. Wie bringen wir es denn zu Ende? Wir machen das jetzt so zu Ende, indem Bram mich wählt. Ist für mich auch fein, weil, aber warum Sepp? Also nur die Frage, ist für mich auch fein, weil ich bin der Meinung, dadurch und Jay lassen wir raus. Ja, aber womit? Ja, mit allem, was ich getan habe. Hallo, ich bin ja wohl genauso liberal in meiner Herangehensweise wie Sepp gewesen, mindestens. Okay, dann ist Sepp nicht liberal, ja? Nein, aber das war nur ein Scherz. Also jetzt auch mal. Wenn er so liberal ist wie du. Also Bram, also, was meinst du? Die Aktion glaube ich dir auf jeden Fall. Bram, was ist denn dein Plan? So schnell und so empört darauf reagiert und du, wenn hast du gut gespielt. Kriegst von ich übernehme die vollste Verantwortung von meiner Hand. Alter Vater, ey. Ja, die könnten beide Hitler sein. Klar, kann sein. Weiß ich nicht. 50-50 Chance. Ne, wobei muss nicht. Der kann auch noch Hitler sein. Dann seit Anfang an, Bram. Nimm dann einfach mich. Okay, wir wählen jetzt erstmal, dass Peter nicht Präsident wird. Du musst du wählen. Richtig. Das finde ich schon beschissen. Warum, Peter? Warum findest du das beschissen? Ich finde das selber auch okay. Weil ich liberal bin. Ich finde das selber auch okay, Peter. Ja, also wenn ich übersprungen werden würde, damit Bram Präsident wird, weil... Ja, ich weiß ja wohl von niemandem mehr, da der liberal ist, als von mir selber, oder? Nein, von Bram. Ja, aber dann würdest du eher Kanzler werden wollen, weil du weißt, du bist nicht Hitler. Also selbst wenn Bram Hitler wäre, würde ich lieber Kanzler werden. Dass ich als Kanzler gewählt werde. Ich möchte mal anmerken, dass ich jetzt glaube, dass Dado halt 100%ig liberal ist, weil Jay ihn halt konform musste als liberal, weil sonst hätte er halt Streit gegeben. Das heißt, sie sind beide nicht Fascho. Bram macht das Ding zu Ende. Das stimmt. Also, wir müssen jetzt aber safe 2 Liberale kriegen. Ansonsten kein Bram wählt Dalu. Bram wählt Dalu. Nee, das glaube ich nicht unbedingt. Warum nicht? Weil ich nur von mir weiß, dass ich liberal bin. Wir spielen 5 gegen 3. Ja, das
das ist mir doch egal. Aber irgendwo müssen die Faschos ja noch. Ja, okay, komm, selbst dann eine Stimme kann nichts mehr kippen, oder? Aber Sepp, vertraust du mir oder vertraust du mir nicht? Oder bist du nicht sicher? Also willst du mir nicht vertrauen? Ich bin mir nicht sicher, okay. Und mir ist es aktuell auch egal. Es kann gut sein, dass das so ist. Sepp übernimmt die vollste Verantwortung für sein Handeln. Egal, jetzt ist erstmal Peter dran. Ja, so. Peter, wollen wir, also bist du damit auch konform? Geht es für dich klar, dass wir die überspringen? Für mich ist cool, wenn Bram Dalu wählt. Okay. Ja, für mich auch. Weil jetzt in meinen Augen ist halt Jay der Bösewicht und der hätte sonst, glaube ich, nicht Dalu. Gut, dann wähle ich Dalu. Wenn zwei unterschiedliche Leute... Ey, wir spielen 5 gegen 3, vielleicht müssen wir uns auch gar keine Sorgen mehr machen. Genau, vielleicht waren tatsächlich beide und der ist Hitler. Ja, kann sein. Also jetzt, also das ist die safeste Variante, die wir machen können. Für dich, Sepp, natürlich persönlich nicht. Für mich ist sie das auch nicht persönlich, weil ich auch weiß, dass ich liberal bin. Aber von dem Spielfeld, was wir jetzt zur Verfügung haben, ist das der einzige Move, den wir machen können, der am meisten Sinn macht, oder nicht? Jay hat mich als Liberaler confirmed und sich für beide eingesetzt, die gestorben sind. Habt ihr nicht vorhin gesagt, das dass mein Move vorhin super liberal war? Dein, das ja, stimmt, dass du Peter. Kanzler und dass ich die zwei Blauen gelegt habe und geforst habe. Peter, wähl mich. Aber die hast du erst gelegt, nachdem ich dich auch darauf hingewiesen habe, dass du das tun sollst. Ja, aber ich halt nicht bin guter Kanzler. Weil ich halt ihn zum einen aber halt prüfen wollte. Was spricht denn gegen die Konstellation, Sepp? Dass ich bei mir halt mir sicher bin. Okay, an den Rest. Macht Sepps Stimme einen Unterschied? Können wir das nicht einfach ohne Sepp durchziehen? Nee, warum ist keiner für mich? Das frage ich mich. Sepp, das ist ja okay, aber nimm doch mal die Grundlage von Jay. Das fühlt sich jetzt gerade einfach nur wie ein in die Länge ziehen an. Jay hat sich für beide eingesetzt, die gestorben sind. Musste mich konfirmen. Wenn er wirklich Hitler ist, die beiden, die tot sind, sind nicht Hitler. Ja. Und Jay hat sich für die beiden eingesetzt. Und er musste mich konfirmen, weil wir so einen Stress gehabt hätten. Das hätte ihn doch niemals dazu genommen, nochmal gewählt zu werden. Das Ding ist schon mal das Kanzlerschild. Du sagst die ganze Zeit, dass ich Hitler und wir hier bin. Wir nicht. Müssen uns gar keine Sorgen machen. Komm, wir machen das zusammen. Ich denke auch, Sepp. Jetzt kommt er auf einmal um die Ecke. Also ihr könnt das entscheiden. Also ich bin hart dafür. Cool, dann überspringt mich. Ich wähle jetzt einfach jemanden. Jay. Nimm mich! Ja, nimm mich! Jay, komm drauf. Den nehme ich. Wehe, trollt jetzt auch. Nein, ich habe Nein gemacht. Wehe, du trollst einfach. Ihr macht Nein, ja? Nein, ja, nein. Ja machen, Mann, das ist super wichtig. Hallo! Das wäre jetzt mit drei Leuten kann denn jemand muten? Oh Mann! Ne, das finde ich nicht gut. So, mal gucken, ob der Move jetzt richtig war. Oder wer hat krass gespielt? Oh. Also, aha, Dalu, aha! Ja. Du willst also gewählt werden, Sepp, aha. Musst du aber tun. Das ist aber verdächtig jetzt. Ihr seid ja, also ich vertraue euch einfach. Ja! 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 Jawoll! 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 Ihr seid gut, Dalu. Ja! So gut, sorry, dass ich so euch gut. Am Ende noch davor... Nein, sorry, das hast du genau richtig gemacht. Das war genau das Richtige. Ich hab's doch gesagt. Das war zu... Ja, Sepp, das hätte aber auch anders sein können. Was willst du machen? Oh mein Gott, muss man einfach mal der vollste Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Dadurch 100%ig liberal ist es mir später jetzt eingefallen. Hätte man daran merken können, wenn ich 2 Rote gekriegt hätte, hätte ich einfach Veto gesagt. Nee, das ging noch nicht. Das ging noch war nicht. Noch doch, nicht. Doch, klar. Nee. Als du mich erschossen hast, hätte ich Veto sagen können. Hä, nein, das kannst du dann nicht. Wenn du tot bist, bist du tot. Nee. Was hättest du jetzt machen können? Jungs, nee, wie, wenn du tot bist, dann tot. Ich hätte die Rote gar nicht legen müssen. Mikkel, du warst unser Vierer, Mann, ne? Der zählt erst ab jetzt. Nee. Ohne sich hätte das nicht geklappt. Ja, dann also, ich hatte wirklich 3 Rote gezogen, ne? Also... Ja, habe ich jetzt am Ende auch gemerkt. Ja, Mikkel ist unter die Räder gekommen. Dadurch hat das erste Mal schon die Neid. Wir hätten es hier schon gehabt und dann hast du alles erzählt, wie es war. Ich habe am Anfang gedacht, das ist richtig scheiße, dass ich 2 blaue und 1 rote gezogen habe, weil ich dadurch auf jeden Fall 1 blaue von Bram auf den Tisch liegen hatte. Nein, Sepp, das war schon nicht, aber die Allianz war dann tatsächlich das, was gut war. Was willst du machen, Sepp? Hätte auch anders sein können. Dass Peter gestartet ist. Ja, ich hab dir zugehört, Sebastian. Du hast keine guten Argumente gemacht. Außer, ich weiß, dass ich liberal bin. Das war dein einziges Argument. Nein, mein Move vorher war ja auch super liberal. Und meine waren auch Bram super liberal, bis ich eine Rode dahin legen musste, weil das Spiel sonst ausgewiesen wäre. Christian hatte mein vollstes Trust. Bram, ich wusste, dass du kein Hitler bist. Ja, ich wusste es. Nach dem Song auf jeden Fall. War eine krasse Runde. Boah, Alter, ich hätte niemals gedacht, dass wir das gewinnen. Schade, das wären die nächsten Züge gewesen. Ich hätte nie gedacht, dass wir das gewinnen. Wirklich nicht. Ja, das war die Konstellation am Anfang war halt für euch sehr, sehr gut zum Ende hin, dass du halt Dalu, dass ihr euch die ganze Zeit gestritten habt. Das war halt perfekt. Mikkel konnten wir mit reinziehen, einfach als Opfer. Ja. Er aber war wobei ich nicht, das, ich hab's einfach nicht, also bei mir war ich nicht sicher. Mikkel hat ich hab für dich gekämpft, Mikkel. Mikkel hatte einfach Pech. Ich war auf deiner Seite, Mikkel. Ja,
das, was mich überzeugt hat am Ende, war einfach, dass ich wusste, dass Jay halt auch Fascho ist. Was? Und deswegen war ich mir eigentlich sicher, dass es Dalo nicht sein kann, weil die am Anfang. Die haben eigentlich die ganze Zeit rumgezickt. Ja? Es ist richtig bitter, wenn alle drei Faschos hintereinander sitzen. Ja, das ist so schlecht eigentlich bei 3 gegen 5. Das ist halt der Zufall, ne? Das war aber ein gutes Spiel. Also, ja, das war echt gut. War echt gut, ey. Gebt Applaus. Irgendwann gewinne ich mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Hauen Sie rein. Bis dann. Tschüss.